2 für Union nach 0:2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und händelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die. Moin! Mittwoch, 13. Februar 2019, ein Tag vor Valentinstag, ungefähr 19:10 und wir sitzen hier für die 61. Folge des Millanton und zwar in völlig ungewohnten Räumen. Wir sitzen nämlich nicht wie sonst immer im Konferenzraum der Fanräume, sondern im neuen Raum der Medienabteilung, womit wir schon das Thema für die zweite Hälfte vorgegeben haben. Mein Name ist Mike und mit mir hier im Raum, ich fange mal mit den bekannten Gesichtern und Stimmen an. Zu meiner Linken, Johnny. Ja, schön, dass ich wieder hier sein darf. Ist die erste Sendung im neuen Jahr. Deswegen wäre ich auch nicht müde, euch allen schon wieder ein frohes neues Jahr zu wünschen. Und wir freuen uns sehr. Vorhin hast du das noch anders ausgedrückt. Mhm. Aber egal. Ja, schön, dass wir wieder alle hier sind. Gut aussehen wie immer. Besonders freue ich mich über Justus' prächtig sprießenden Bart. Auch Jörn hat sich wirklich schön gemacht heute. Das kann man nicht anders sagen, aber da kommen wir später noch zu. Sonst kann ich heute ganz wenig meckern. Es sehen alle wirklich gut aus. Ich weiß noch nicht, was du unter deinem Pulli hast. Wir gucken mal. Neutral. Ja. Also als Beauty-Podcast und Mode-Podcast wird das heute nichts mehr. Nee, muss ja nicht. Mir gegenüber Sebastian. Moin. Ja, frohes Neues. Darf man das echt noch sagen? Also Mitte Februar finde ich schon... Mich hat gestern jemand angerufen im Büro und meinte dann zu mir, Jakobs, wir haben uns das ja noch nicht gehört. Können wir da was machen? Frohes Neues. Ja. Ja, okay. Und ja, ihr seht alle gut aus. Du auch, Johnny. Wie kommen wir auf dieses Thema? Egal, reden wir über Fußball. Nee, Das werden wir auch nicht, aber das besprechen wir dann gleich. Zu meiner Rechten, Justus. Hallo, schönen guten Abend. Unser Mann aus dem Fanladen. Geht's dir gut? Ja, also bis ich euch gesehen habe, ging's mir fantastisch. Da hilft ja nichts. So, und dann haben wir drei Gäste, wobei wir eigentlich zu Gast sind im Raum der Medienabteilung. Und zwar, ich fange mal mit der Dame an, Anne. Ja, moin. Hello. Hello. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich auch. Das du bist der erste Podcast für mich. Und das ist eigentlich fast gelogen, ja, weil stimmt, während die anderen stimmt. beiden schon mal ganz offiziell da waren, warst du letztes Mal schon dabei und hast dir nur gebeten, nicht das Mikro benutzen zu müssen. Ja, ich wollte mir das Ganze erstmal anschauen, was ihr da so fabriziert. Von daher... Das hast du nur davon. Erstmal testen. Genau. Mir gegenüber der Herr Kreuzer. Hallo, guten Abend. Heute nicht als Schachspieler hier. Nee. Ganz offiziell, wenn man so will. Ich habe mir auch irgendwo aufgeschrieben, in welcher Folge du schon mal da warst. In der Folge 50 war Jörn schon mal da. Da war der super Episodentitel Kniet nieder, ihr Bauern. Mal gucken, was wir uns heute ausfallen lassen. Entschuldigung. Bitte was? Ja, ist doch so. Und last but not least, Christoph Pieper. Hallo, schönen guten Tag. Auch Christoph war schon mal da, und zwar in der Folge 28 im März 2016, fast 3 Jahre schon her. Deswegen wurde es höchste Zeit. Ja. Und wir sind alle so fresh aus wie früher, also damals. Mindestens. Und damit habt ihr festgestellt, wer heute fehlt, das ist nämlich Tim. Wir senden beste Grüße, Genesungswünsche an die komplette Familie. Da liegen sowohl Kinder als auch Mutter der Kinder da nieder mit Fieber, Erkältung, sonst was. Was für uns den angenehmen Nebeneffekt hat, dass bei uns keine Ahnung hat von Fußball und wir darüber nicht reden müssen. Den Part haken wir also quasi gleich ab und haben daher dann mehr Zeit für das eigentliche Thema. Starten möchte ich aber ganz kurz mit ein paar Housekeeping-Themen. Zum einen bedanken wir uns bei den 11 Freunden. Die haben uns nämlich als einen der besten Podcasts 2018 prämiert. In einem Video, unter anderem neben uns, nee, nicht unter anderem, sondern außer uns noch der Rasenfunk, Doppel-6, Colinas Erben und 93. Letzteren gratulieren wir natürlich besonders auch zur 100. Folge, die gerade ausgestrahlt wurde. Und wer ganz viel Glück hat, kann vielleicht sich noch Tickets für Köln oder Frankfurt schießen, aber da sind die dann demnächst live. Ein bisschen Wehmut schwingt mit bei den Grüßen an Alles außer Sport, dem Blog von Kai Pahl, der zumindest mich über Jahre im Bereich Sport-Webseiten begleitet hat und der jetzt leider zum letzten Mal veröffentlicht wurde. Das ist ein bisschen schade, aber leider wohl nicht zu ändern und vom Aufwand her nicht mehr möglich gewesen. Und dann noch 2 interne Sachen von uns. Wir sind nämlich jetzt auch bei meinsportpodcast.de zu hören, sowohl mit dieser Monatssendung als auch mit den Vor- und Nach-dem-Spiel-Gesprächen. Und wir sind total cool jetzt auch bei Instagram. Ob das so gut ist, wird Johnny uns gleich erzählen, wie er guckt.
Und wir bedanken uns noch bei der Kehrwieder Kreativpower, wie immer. Diesmal besonders, weil wir durften da kürzlich unsere Weihnachtsfeier machen. Das war ganz fantastisch. Da ich kann gar keine Worte finden. Es war wirklich ein super netter Abend. Wir haben gegrillt, wir haben vor Ort die leckersten Biere verköstigen dürfen und es war ganz toll. Und für heute wurde uns mitgebracht das UNN alkoholfrei und das Odessa. Johnny, klär uns auf, was ist Odessa für ein fantastisches Bier? Odessa ist erstmal eine Stadt am Schwarzen Meer, nach der das Bier auch benannt ist. Steht übrigens auch im Text dazu. Odessa am Schwarzen Meer in der Ursprungsregion des Roggens ist Namenspate unseres Roggen-IPA. In die Nase steigen Zitrusnoten, im Antrunk folgt bittere Grapefruit, ein schlanker Körper, derbe Noten von Brotkruste und ein bitteres Finale. Nichts für leichte Gemüter, sondern ein derbes IPA für Rogger. Ich glaube, das kommt besser, wenn man es liest, als wenn man es spricht. Da darf ich kurz eine Noob-Frage stellen? Ganz gleich. Natürlich nicht filtriert und nicht pasteurisiert. Jetzt. Was ist IPA? Das India Pale Ale. Das ist quasi, das, die Engländer haben eine Weile Ale gebraut und dann irgendwann Pale Ale, das heißt ja blasses Ale quasi. Und irgendwann hatten sie halt Kolonien in Indien und haben halt Sachen hin verschifft und irgendwann halt auch Bier. Und das Bier ist nach einer Weile, also die mussten ja irgendwann um Afrika rum, schlecht geworden. Deswegen haben sie irgendwann angefangen, da ganz viel Hopfen mit reinzustopfen und das ein bisschen dicker einzukochen, weil man schon wusste, Hopfen macht haltbar und dicker eingekocht, mehr Alkohol macht länger haltbar. Das heißt, es schafft auch die Reise. Und haben einen kleinen Zettel beigelegt und haben gesagt, liebe Soldaten, die ihr da unten seid, verdünnt das mal 1:1 mit Wasser, weil das ist ganz schön starke Plörre. Das haben die Soldaten das erste Mal auch noch gemacht. Und beim zweiten Mal haben sie dann gemerkt, warte mal, das Bier kann ja auch so schon ganz schön was und haben das dann halt so getrunken. Und dementsprechend ist der Bierstil IPA entstanden. Der hat einfach immer ein bisschen mehr Umdrehung, weil er mit mehr Getreide eingekocht wird und ein bisschen mehr Alkohol hat. Wir sind nicht nur ein Fashion, sondern auch ein Bier-Podcast. Und jetzt kommt auch noch, jetzt kommen wir wieder mit der Wahrheit um die Ecke. Das ist nämlich alles nur eine Medienlüge. In Wirklichkeit war die East India Trading Company die Namenspaten dieses Biers. Die haben sich das halt zuerst ausgedacht und haben gesagt, dann machen wir unser Logo drauf. Aber die andere Story ist halt geiler. Ja. IPA ist immer ein bisschen mehr Hopfen, ein bisschen mehr Umdrehung. Es ist sehr ungewöhnlich, das mit Roggen zu machen. Es gibt ja das sogenannte deutsche Reinheitsgebot. Ich bin gleich fertig. Roggen sorgt halt einfach für einen anderen Geschmack. Das ist halt ein bisschen kräftiger, ein bisschen mehr nach Brot. Ich finde aber, mit, wenn man es liest, ist das besser gar nicht richtig. Also ich finde Rogger schön hamburgisch ausgesprochen. Ja, das kann ich viel nicht. Besser. Ich bin ja zugezogen. Das tut mir leid. Okay. Komm damit klar. Ja. Gut. Wenn ihr Bier kauft, sorgt gerade in Hamburg, habt ihr die Möglichkeit, bei Edeka unter anderem die Kehrwieder-Produkte zu erwerben. Ich meine auch, bei dem einen oder anderen Rewe gibt es das. Der Oliver, der Braut in der Kreativbrauerei, ist neulich mal irgendwie 7 Stunden Auto gefahren und hat sich tatsächlich auch unseren Podcast mit angehört. Oliver, wenn du das hörst, vielen, vielen Dank für das großartige Bier und danke, dass du dir den Kram hier immer noch antust. Ja. So, damit haben wir dann Housekeeping auch schon abgeschlossen. Ihr dürft uns wie immer gerne bewerten und so weiter, das spare ich mir mal. Wir haben so ein paar und sonst so Themen ausgegraben und beginnen dabei natürlich mit dem Fernladen. Justus, was los? Könnt ihr nicht aufpassen da bei euch, dass da keiner reinmarschiert? Ja, scheinbar nicht. Also wir hätten gedacht, wir können gut aufpassen und haben da schon einige Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Die mussten wir jetzt aber allerdings nochmal ändern und verstärken und haben das auch bereits getan und denken jetzt, dass es ausreichend ist, was wir da gemacht haben. Also wer es gar nicht gehört hat. Das haben wir vorher natürlich auch gedacht, aber wir wurden eines Besseren belehrt, leider. Genau, in der Winterpause wurde bei euch eingebrochen. Wer da dem Fanladen noch Gutes tun möchte, geht kurz vorbei, trinkt ein Getränk seiner Wahl und kauft für wahlweise 10 Euro ein T-Shirt oder für 30 Euro einen Pulli. Richtig? Genau, richtig. Sieht auch gut aus, man hat auch was davon. Ich möchte aber vor allem auch nochmal die Chance hier nutzen, den vielen Fans, Fanclubs, Leuten aus dem Umfeld und auch aus dem Verein selbst irgendwie danken. So blöd die ganze Geschichte war, hat uns das allen wieder gezeigt, wie wichtig vielen Leuten der Fanladen ist, was uns natürlich sehr freut und uns auch irgendwie stolz macht, wie viel Spenden wir gerade von Fanclubs bekommen haben, aber auch von einzelnen Personen war wirklich oder ist wirklich überragend und zeigt wieder, was es hier für ein besonderes Umfeld auch hat. Danken möchte ich auch dem Verein oder der Merch GmbH vor allem, die uns eben mit der Rohware für T-Shirts und Hoodies, also die das gespendet haben, Taxman als Druck
Firma, die uns das kostenlos gedruckt haben. Deswegen können wir das so verkaufen. Das ist, finde ich, daran hänge ich mich so ein bisschen auf, dass das irgendwie auch alles was Gutes hatte sozusagen und es nochmal gezeigt hat, wie hier alle zusammen stehen und zusammenhängen. Es hat uns sehr gefreut. Sehr gut. Dann hat Johnny vorbereitet ein Thema aus der Hauptstadt, nämlich vom den lila-weißen Westberliner Fußballverein. Ja, Tennis Borussia Berlin, die ein oder anderen werden es sicherlich mitbekommen haben. Da gab es ein bisschen, naja, die haben jetzt eine Fanszene zu verleihen, die quasi gegen Bier bei euren Spielen singt und wenn man möchte auch länger als die Halbserie. Da ist ein bisschen was passiert zwischen Vereinsführung und aktiver Fanszene. Das würde viel zu lange dauern, das jetzt groß zu erzählen. Ich habe nämlich nur 5 Minuten Zeit dafür. Wir verlinken da 2, 3 Artikel zu. Im Großen und Ganzen sei einmal ganz kurz angerissen. Wir wissen ja aufgrund von unserer eigenen JHV oder aufgrund unserer eigenen Mitgliederversammlung, was passieren kann, wenn jemand, der nur bedingt aus dem Fußballumfeld, Vereinsumfeld kommt, einen Antrag stellt. Dann soll auf einmal im Stadion nicht mehr geraucht werden oder ähnliches. Und wir haben da so eine gewisse Hürde eingebaut, dass Menschen erst ab einer gewissen Zugehörigkeit zum Verein Anträge stellen dürfen. Also ich kann nicht heute eintreten und morgen einen Antrag stellen. Das haben die Berliner ein bisschen anders gehabt. Da konnte man eintreten und ab dem ersten Tag der Mitgliedschaft bereits an allen wichtigen Sachen teilnehmen und teilhaben. So auch gestehen auf der JHV. Es gibt einen Vorstandsvorsitzenden, Jens Redlich in Berlin, der ist geschäftsführender Gesellschafter, das musste ich auch erst nachlesen, was das ist, einer Fitnessstudio-Kette mit 6 Standorten. Achso, ein geschäftsführender Gesellschafter. Eigentlich machst du eine Gesellschaft und dann stellst du eine dritte Person, die quasi dann ein bisschen die Geschäfte führt. Außer du. Ich werde es weitererzählen, also auch wenn du wegguckst. Das ist ganz egal, ich werde meine Worte los. Mir ging es um was ganz anderes, aber macht nichts. Erzähl trotzdem. Ich muss ein bisschen weiter ausholen, um zu verstehen, wo dieser Konflikt quasi herkommt. Also Jens Redlich, Geschäftsführer einer Fitnessstudio-Kette mit 6 Standorten, hat irgendwann angefangen, TB Berlin finanziell zu unterstützen, als es mir nicht ganz so gut ging. Zu Anfang erstmal als Sponsor, später dann im Verein als offizielles Gremium und hat dann quasi vor der Insolvenz bewahrt mit erstmal 100.000 Euro und dann noch hier ein bisschen da und hat dann irgendwann gesagt, Freunde, ich würde gerne ein bisschen mehr Geld investieren, dafür aber auch ein bisschen mehr Rechte und ein bisschen mehr Mitbestimmen haben im Verein. Das kennen wir von anderen Vereinen auch schon. Das Ganze mündete dann darin, dass eine Regenbogenfahne, die hinter dem Vereinsgelände aufgehangen werden sollte, per Mitgliederbeschluss erstmal aufgehangen werden sollte, beziehungsweise ob das Geld dafür angenommen werden darf aus einer Crowdfunding-Kampagne von einem Film. Etwas für uns völlig Normales, eine Fahne wird aufgehangen, fertig ist, wurde dann ein Mitgliederbeschluss, die auch dann zu großen Teilen gesagt haben, ja, hängt das Ding auf. Sobald dann Herr Redlich im Vorstand war, wurde das aber ausgesetzt, wurde auch nicht gemacht. Irgendwann hat die aktive Fanszene alleine diese Fahne aufgehangen und hat gesagt, Freunde, das machen wir jetzt einfach mal, das gehört sich halt so. Ist ein Mitgliederbeschluss, öffentliches Gremium, offizielles Gremium, machen wir. Haben das aufgehangen, der Verein hat es wieder abgenommen, hat eigene Ordner angestellt, um zu sagen, ihr hängt hier nicht auf und so weiter. Also das sind so Kleinigkeiten, die da wahnsinnig doll gerieben haben. In der Zwischenzeit hat Herr Redlich immer weiter im Vorstand gewütet, hat Mitglieder entlassen bzw. zur Entlassung gedrungen, immer mehr Geld mit reingebracht. Und ab März 2017 hat er es dann auch geschafft, der Vorstand ist quasi zurückgetreten. Er hat seine Leute installieren können und ab dem Moment hat er halt TB als One-Man-Show aufgezogen, hat quasi sich auf Pressekonferenzen hingesetzt, hat gesagt, die Saison ist beendet, die Mannschaft ist schuld, alle sind scheiße, so ungefähr. Sehr gut nachzulesen auf den Links, die wir dann reinstellen, Sören Kohlhuber, seines Zeichens Journalist und Fotograf, hat das auch mal aufgelistet, aber auch das von Mike verlinkte Gastspiel hat er sehr interessant und sehr emotional zugeschrieben, legen wir alles mit rein. Am Ende vom Lied ist es dann halt der 30.01.2019, Mitgliederversammlung, zu der sonst ungefähr 80 Leute kommen bei 500 Mitgliedern bei TB. Dieses Mal kamen 400, vornehmlich Pumpertypen und Bulgaren, denen es halt relativ egal war, was da passiert. Der Versammlungsleiter, der bestimmt wurde, wir kennen das aus eigenen JHVs, ist eigentlich jemand, der entweder schon länger im Verein ist oder die Rolle schon mal inne hatte. Auf jeden Fall niemand, der sich auf ein aktives Amt bewirbt, war da halt ein bisschen anders. Ein sehr parteiischer Versammlungsleiter. Die Kandidaten, die für den Aufsichtsrat kandidiert haben, beziehungsweise für den Vorstand kandidiert haben, es waren insgesamt 12. 2 haben Gott sei Dank dann noch vorher zurückgezogen, sodass im Prinzip 10 Leute sich beworben haben, 5 davon aus der aktiven Fanszene, 5 davon von Herrn Redlich ausgesucht.
Diese fünf waren glücklicherweise auch auf dem Stimmzettel die ersten fünf, die man ankreuzen konnte. Das war auch jetzt nicht alphabetisch sortiert oder sowas, sondern es war einfach nur von vornherein klar, wie man halt ankreuzen soll. Die Herren auf dem Podium haben quasi immer, wenn es um Abstimmung geht, vorgehoben und die eingeladenen Bulgaren und Pumpe haben nachgehoben. Alles in allem ist der Verein jetzt in Hand von Herrn Redlich, der sich versucht, damit ein bisschen zu profilieren. Die aktive Fanszene hat schon angekündigt, nicht mehr mitzumachen. Der junge Herr möchte nämlich sehr gerne, also er wird doch mit leicht bekleideten Damen für seine Fitnessstudio-Kette und nimmt dasselbe Foto dann, um über den vereinseigenen Kanal zu werben und frohe Weihnachten zu wünschen. Der sieht das mehr als sein Spielzeug und als etwas zum Geldmachen als ein Verein. Die Fanszene hat gesagt, das machen wir nicht mit, das ziehen wir nicht mit und hat deswegen quasi eine Art Boykott ausgerufen. Wichtig ist an der Stelle, ich glaube, Paupi hat es geschrieben, dass man sich immer bewusst ist, dass ein Verein halt ein Verein ist und ein Verein auch ein Verein bleiben sollte und kein Spielzeug von einer einzelnen Person ist und aktuell in Berlin so geschehen. Punkt. Wenn jetzt nicht alle eingeschlafen sind, können wir das nächste Thema angehen. Also Pumpe und Bulgaren klingt jetzt ein bisschen lustig, aber das ist halt, ne, er ist Leiter einer Fitnesskette und die Bulgaren sind Bauarbeiter. Bauarbeiter, die von ihm auf Rückfrage von ihrem Chef dahin geschickt wurden. Die konnten auch nicht wirklich viel Deutsch, es wurde sehr viel Ungarisch, sehr viel Bulgarisch gesprochen. Während der Versammlung kam es halt zu Handgreiflichkeiten, wenn jemand etwas gegen den Versammlungsleiter oder gegen den Herrn Redlich gesagt hat. Vor dem Veranstaltungsort kam es halt zu sexistischen Äußerungen. Als dann die Herren, die das gesagt haben, fotografiert werden sollten, kam es auch zu körperlichen Auseinandersetzungen. So weit, dass dann irgendwann auch die Sheriffs in zweistelliger Zahl angerückt sind. Es gibt leichte Vermutungen, ob die vielleicht auch noch kurz Vereinsmitglied geworden sind und an der Abstimmung teilnehmen wollten, aber es hat sich nicht bewahrheitet. Ja, traurig. Sehr, sehr traurig. Gut, schöne Grüße nach Berlin. Dann, ich spiele den Ball jetzt mal zwischen euch beiden hin und her. Justus, du hast eine Rede gehalten vor kurzem zu einem weniger erfreulichen, aber doch umso wichtigeren Thema. Magst du noch mal kurz erzählen, worum es ging? Genau, wir haben wieder am 27. Januar eine Veranstaltung zum Holocaust-Gedenktag gemacht. Das ist der Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz, der seit jetzt, du bist ja Historiker, 23 Jahren als internationaler Tag, als internationaler Holocaust-Gedenktag gefeiert wird. Also Roman Herzog hat ihn auf jeden Fall installiert. Das ja. Müsste 95 gewesen sein, kann schon stimmen. Dann wären es 24. Ja, also irgendwie sowas. Und wir machen jetzt seit 9 Jahren immer eine Veranstaltung an dem Tag, immer zuerst vor der Gedenktafel auf dem Aradschenderplatz und danach einen Vortrag. In diesem Jahr waren wir im Museum und der 27. Januar war dieses Jahr ein Sonntag, deswegen haben wir es nachmittags gemacht, was ich sehr schön fand, weil Tageslicht gab, sonst, wir wollen es aber immer gerne immer am 27. Januar machen, also müssen wir natürlich in der Woche in die Abendstunden gehen. So konnten wir es nachmittags machen und der Andrang sozusagen, so kann man es ja fast nennen, hat uns da auch recht gegeben, dass es eine gute Idee war. Es waren ungefähr 400 Leute vor der Gedenktafel. Rede gehalten hatte ich jetzt für ein bisschen übertrieben, aber ich habe so ein bisschen versucht, ins Thema einzuführen und auch nochmal zu sagen, dass Gedenken wichtig und richtig ist, aber eben nicht alles sein kann, sondern man muss auch in die heutige Zeit gucken und das noch ein bisschen irgendwie immer mit der heutigen Zeit verbinden. Leider gibt es ja genug Anlässe und Anknüpfungspunkte, um auf die heutige Zeit eingehen zu können. Und sind dann ins Museum gegangen, um einen Vortrag zu halten über Asoziale im Nationalsozialismus, sogenannte Asoziale. Also eine Opfergruppe, mit der wir uns jetzt in den 9 Jahren auch noch nicht so beschäftigt haben. Und man muss sagen, dass das Museum tatsächlich zu klein war. Also es sind Leute gegangen, weil es ihnen zu voll war. Wir hatten nicht genug Stühle und so weiter. Also die Nachfrage sozusagen nach der Veranstaltung war groß und es waren viele Leute da. Was mich immer an der Veranstaltung freut, ist, dass man so dass wirklich sehr viele Leute aus ganz unterschiedlichen Schichten da sind. Das finde ich immer bei Veranstaltungen hier im Verein super, wenn da nicht nur ältere Leute da sind, die Sport treiben sozusagen, oder andersrum nur junge Fans da sind oder irgendeine Gruppe, sondern dass wirklich von der U18 bis zu
60, 70-jährigen Sporttreibenden oder langjährigen Zuschauern hier irgendwie alles da ist mit auch noch der Profimannschaft und Offiziellen des Vereins und so weiter. Das gefällt mir immer sehr gut an dieser Veranstaltung, dass es das da gelingt. Sehr schön. Wenn wir schon bei der Medienabteilung sitzen, der Holocaust-Gedenktag ist jetzt ja seit einigen Jahren, glaube ich, auch in der Bundesliga in der medialen Verwertung, hätte ich es fast negativ gesagt. Das heißt, auch die meisten Vereine machen da irgendwas zu. Stimmt ihr euch da ab? Kriegt ihr da Vorgaben von der DFL? Oder wie funktioniert das? Weil es ist, also mir wird das so seit 2-3 Jahren, stelle ich fest, dass vielleicht nicht alle 36, aber so doch ein großer Teil der Bundesliga, also Erst- und Zweitliga-Vereine, dazu irgendwas machen. Und wenn es halt nur dieses Schwarz-Weiß-Foto von Auschwitz ist und da ein entsprechender Tweet oder ein Facebook-Post zukommt, ist das irgendwie vorgegeben oder gesteuert? Oder? Also es ist nicht vorgegeben, das liegt natürlich alles in den im Ermessen der Vereine, das zu machen oder halt nicht zu machen. Aber der DFL ist natürlich schon sehr daran gelegen, diesen Tag halt dann auch im Rahmen der Spiele sozusagen stattfinden zu lassen. Und es gibt dann Vorlagen, die man verwenden kann, wenn man möchte, sei es jetzt das von dir angesprochene Foto, das wird ein textlicher Beitrag geliefert oder so, also gibt es quasi eine Vorleistung der DFL und dann kann man sich halt entscheiden, machen wir es oder machen wir es nicht. Ähnlich wie beim Tag des Ehrenamtes, wo dann auch DFL-seitig eingesteuert wird, was braucht ihr alles, was könnt ihr alles nehmen und so weiter und so fort. Und da gibt es halt auch Angebote und da kann man sich als Verein halt entscheiden, machen wir selber, machen wir anders, machen wir gar nicht. Und das ist da halt in dem Fall halt auch. Ja, es gibt ja auch dieses Netzwerk Nie Wieder, das ab und an mal tagt. Da war jetzt aktuell in diesem Jahr quasi eine Veranstaltung wieder in Frankfurt Anfang Januar. Und da sieht man schon, dass relativ viele Initiativen von Fans eben dann kommen, aber die Vereine auch in den letzten Jahren überall viel offener geworden sind gegenüber dem Thema, glaube ich. Und dementsprechend werden es auch immer mehr, nach meiner Einschätzung. Also ich habe jetzt zum Beispiel mitbekommen, von der Gruppe Blau-Weiß gegen Stadtbraun vom KSC, die haben jetzt zum ersten Mal dieses Jahr im Wildpark eine Aktion gehabt. Und das ist ein Bündnis von Vereinen, von Fans? Sagt mir gar nichts. Ja, also das sind Stefan Stolle, heißt glaube ich der Initiator, die sind jetzt schon einige Jahre aktiv und genau, eine kleine, feine Gruppe und die haben jetzt zum ersten Mal mit dem Verein sich getroffen und dort dann eben initiiert, dass es einen Stand gibt, einen Banner und dass die Mannschaft eben mit T-Shirts einläuft. Im Rahmen des Tages. Also ich finde, was man auch jetzt in diesem Jahr gesehen hat, ist nicht nur, dass die Vereine mehr gemacht haben als in den letzten Jahren. So ist es mir zumindest vorgekommen, vielleicht stimmt es auch gar nicht, aber es war auf jeden Fall sichtbarer für mich. Und aber eben auch viele Fangruppen in vielen Kurven hingen, Gedenkbanner und so, das finde ich, ist jetzt wirklich in den letzten Jahren auch nochmal deutlich angestiegen, gerade auch an dem Tag, weil irgendwie ist ja immer ein Spieltag drumherum. Aber das ist nochmal bei uns ja auch in Darmstadt und so weiter, also es ist nochmal viel, viel klarer geworden, dass sich eben viele Vereine, aber eben auch viele Fangruppen dem Thema annehmen. Das stimmt, in Darmstadt, das war der Dienstag, also 2 Tage später, genau. Und auch da war ja dann eine Kranzniederlegung vor Ort. Okay. Damit, wenn du den KSC schon ansprichst, kann ich natürlich den Ball zu Johnny zurückspielen. Der von unserem, zum Glück bei uns nie wirklich angekommenen Kartendealer via GoGo Lustiges zu berichten hat. Oh, der ist doch angekommen. Eine Arbeitskollegin meines Vaters hat man für die Nordkurve für ein relativ, ich will nicht sagen unbedeutendes Spiel, aber es hätte durchaus noch Karten im freien Verkauf gegeben, für eine Stehplatzkarte Nord 70 Euro bezahlt. Das zeigt halt auch schon so ein bisschen die Geschäftspraktik von via GoGo. In Anbetracht jetzt anstehender Spiele, es ist daher nochmal für mich auch persönlich wichtig, ich denke für alle anderen auch im Verein, darauf hinzuweisen, dass Zweit-Ticket-Plattformen nicht zu nutzen sind. Das betrifft nicht nur Viagogo, sondern auch eBay Kleinanzeigen. Wenn ihr euch da eure Tickets kauft, die werden halt auch entwertet, wenn das irgendwie bekannt wird, dann kommt ihr damit nicht rein und habt am Ende viel Geld für nichts bezahlt. Viagogo und der KSC ist eine besondere Liebesgeschichte. Es gibt dort nämlich durchaus Karten für das nächste... Nennt man das dann Derby? Du bist ja als Gelbfüßler quasi da involviert. Halt. Südwest-Derby. Ja. Also fürs Derby gegen Kaiserslautern gibt es Karten für die Nordkurve zu kaufen. Zu Preisen, die, ich sag mal, Mondpreise trifft es schon ganz gut.
Blöderweise ist diese Karte, diese Teil des Stadions, für das Karten verkauft werden, derzeit abgerissen, weil da renoviert wird. Das heißt, du kaufst eine Karte für die Nordkurve und die Nordkurve ist auf einmal gar nicht mehr da. Das ist ziemlich blöd. Ich muss einmal ganz kurz raussuchen, wie das heißt konkret. Es gibt eine rechtliche Handhabe dagegen. Die gehen mit der Rechtsanwaltskanzlei vor Ort dagegen vor, haben beim Landesgerichtshof eine einstweilige Verfügung erwirkt. Wer sind die? Der Verein? Der Verein, ja. Der Karlsruher SC. Ich werde kurz die Pressemitteilung verlesen. Der Karlsruher SC kämpft gemeinsam mit der Kanzlei, schützt Rechtsanwälte aus Karlsruhe für faire Preise und gegen den Schwarzmarkt. Abgesehen von überteuerten Ticketpreisen werden über Viagogo auch immer wieder Tickets zu anderen Blöcken geliefert als ursprünglich angegeben. Dann kommen sie kurz auf dieses Hintertor Nordtribüne ein. Das gibt's halt einfach gerade nicht. Wenn ihr Karten habt für Heimspiele des FC St. Pauli, oder andersrum, wenn ihr Karten wollt für die Heimspiele des FC St. Pauli und über den freien Verkauf keine bekommen habt, es gibt eine Zweitanbieterplattform in Anführungszeichen, über die vereinseigene Homepage kommt ihr da hin, wir verlinken das gerne, dort könnt ihr ziemlich lange vorm Spiel, aber auch relativ kurzfristig euch Karten kaufen, bis zu 5 Tage vorher wird euch noch postalisch zugesendet, danach könnt ihr das Ding am Stadion einfach abholen. Und es gibt halt keine Probleme mit entwerteten Tickets. Genauso über die AFM, wenn ihr euch da an den Container anstellt, kriegt ihr auch immer noch Karten. Andersrum, bitte verkauft keine Karten bei eBay Kleinanzeigen und bei Viagogo. Hier ist ebenfalls der Verein hinten an, nicht hinten an, sondern hinterher. Es gibt eine Zweitanbieterplattform, da könnt ihr eure Tickets anbieten. Ihr müsst sie nicht mal irgendwo rumbringen, sondern es ist quasi ein Klick online. Ihr könnt sagen, die Karte für das Spiel habe ich gekauft. Die gebe ich frei und ab dem Moment ist es quasi für alle wieder verfügbar. Das geht auch relativ kurzfristig bis zum Tag vor dem Spiel. Außer es ist ein Montags- und Freitagsspiel, da geht es bis zu 4 Stunden vorher. Wenn ihr euch also nicht wohlfühlt, 14 Uhr am Montag, dann könnt ihr die Karte immer noch freigeben und jemand kann die sich am Stadion abholen. Geht auch mit Saison- und Dauerkarten. Wenn ihr sagt, ihr habt eine Dauerkarte, könnt an dem Tag nicht hin, ihr könnt nur für den Tag eure Karte freigeben und ein anderer Fan kann sie zum richtigen Preis, zu einem fairen Preis zurückkaufen. Ihr kriegt das Geld für diese Karte natürlich auch wieder. Funktioniert nicht nur über den Verein, sondern auch über die AFM. Die Abteilung für den Mitglied hat genau das Gleiche. Jeder kann da Einzeltickets abgeben. Die werden dann weitervermittelt. Wenn sie erfolgreich weitervermittelt werden, kriegt ihr eure Geld dafür zurück. Bei Dauerkarten genau das Gleiche. Entweder gibt ihr die Dauerkarte ab oder eine Einzelkarte wird dafür gedruckt. Und ihr kriegt euren Preis dafür auch zurück. Es sind keine Mondpreise. Jemand anderes, der gerne zum Fußball geht, kommt dann zum Fußball und nicht jemand, der sich daran bereichert. Und im Fanlager gibt es bestimmt noch viele ermäßigte Stehplatzkarten fürs Derby, oder? Ja, aber auch für eine Tribüne, die es noch nicht gibt. Aber dafür nehmen wir auch richtig Geld. Okay. Sehr gut. Damit haben wir die anderen Themen abgehakt und können uns jetzt inhaltlich der Medienabteilung zuwenden. Fangen wir vielleicht damit an, von welchem Fan ihr eigentlich Verein seid. Meine Güte, dieses Odessa-Bier ist ja furchtbar. Auf einmal fängt es weg. Er fängt an, wie am Schwarzen Meer zu reden. Von welchem Verein ihr eigentlich Fan seid. Wer das bei Christoph nochmal im Detail wissen will, kann nochmal diese Folge aus März 2016 hören. Insbesondere mit der Geschichte, wie deine Mutter mal dich umarmt hat bei einem Torjubel von Dortmund gegen Zorc. Genau. Ich finde sie immer noch schlecht, deswegen. Ja. Also auf einer emotionalen Ebene. Also nicht immer, aber. Die Geschichte war damals schon großartig. Du bist also Schalke-Fan. Ja. Jörn, wie wir eben schon hörten, KSC. Ja. Ist ganz okay aktuell, oder? Ja. So ein, das mit dem Stadion läuft jetzt auch langsam. Ja, das mit dem Stadion läuft. Es kam tatsächlich in meiner Lebenszeit noch. Und wie gesagt, so eine Drittligasaison ist ein Marathon. Mal gucken, wo es dann endet am Ende. Okay. Zwickau haben wir jetzt weg mit dem 1-1. Und schauen wir weiter. Samstag ist Derby. Okay. Und da zählt die Tabelle eh nicht. Christoph, hast du dieses Jahr europäisch unterwegs? Nee. Also ehrlicherweise gar nicht. Ich bin da. Das ist natürlich dann wahrscheinlich auch die Verquickung hier mit diesem Verein. Du wartest, bis wir europäisch spielen. Genau. Ja. Ich habe jetzt gesagt, komm, wenn international, dann nur noch mit dem FC St. Pauli. Apropos in Lebenszeiten auch. Genau. Ich mag deinen Optimismus. Nee, leider nicht. Also ich hätte schon Lust irgendwie, aber das ist dann doch ein bisschen zu weit. Und mit Kindern und so ist es dann, ich bin auch so oft genug nicht zu Hause. Ist natürlich für meine Groundhopper-App, ich sehe immer nur den Kollegen Kreuzer dann überall und nirgends sozusagen unterwegs. Und ich kann dann vielleicht mal den Platz der Alsterbude anklicken irgendwie und immerhin, ne? Aber viel weiter reicht es dann halt nicht als bis nach Amsterdam jetzt gerade.
Wollte ich ehrlicherweise sagen, irgendwie für mich ist das jetzt wird's ein bisschen emotional gerade. Da habt ihr ja bestimmt alle mitbekommen, der Sportkommandant Assauer ist ja verstorben und so. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, da ist für mich auch ein Stück Schalke gestorben. So, also das war so meine, nicht Sozialisation mit dem Verein, aber ich habe den ja sozusagen als Chef gehabt damals und so. Und der ist jetzt weg und dafür ist für mich auch ein Großteil von dem alten Schalke, was für mich das ausgemacht hat, auch weg. Weil der Typ irgendwie zwar schwierig war manchmal und manchmal vielleicht auch ein bisschen zu tief ins Glas geguckt hat oder so, aber der war halt so verbindlich und verlässlich und so. Das fand ich ganz cool. Mhm. Irgendwie. Und ich fand ihn dann ganz cool, weil als er mich eingestellt hat, irgendwie meinte er so, ja, es ging irgendwie um befristet oder nicht befristet, sagt er, ey, befristet ist doch scheiße und wenn du nichts kannst, schmeiß mich wieder raus. Irgendwie. Und das fand ich irgendwie so ganz, würde ich mir an einem oder anderen Stelle vielleicht auch mal so von der Denke wünschen. Aber sollte der HSV mal bei Trainern so machen? Ja, oder schmeißen sie dann nach. Naja, schwierig. So, und nach diesen beiden emotionalen Fankarrieren sind wir jetzt natürlich gespannt. Anne, wie ist das bei dir? Oh, es tut mir leid, ne? Ich bin es nicht irgendwie Fan. Gar nicht? Nee, ich mag einfach Sport generell. Ich schaue mir wahnsinnig gerne Sportveranstaltungen an, gehe wahnsinnig gerne ins Stadion oder in die Halle oder sei es jetzt Eishockey, Fußball, Basketball, Handball, alles, Schwimmen, Tennis, weiß ich nicht, aber ich bin kein Fan, war ich noch nie. Werde ich wahrscheinlich auch nie werden. Ist jetzt auch von so keinem Sportler? Also von einem Einzelsportler? Nein, oder nein, so? gar nicht. Nicht mal von Bands oder Musikern. Oder ich mag einfach so das Ganze. Ich pick mir immer einfach ein paar Sachen raus, die mir gefallen, aber ich würde mich niemals als Fan bezeichnen. Ich weiß, dass Anne mich jetzt hassen wird irgendwie, aber Anne war nämlich Handballprofi. Ich sag das jetzt einfach mal. Wollte ich ganz auch sagen, ne? Die konnte nämlich ganz toll Bälle halten. Deswegen können wir hier durchs Büro alles schmeißen und sie zack, zack, zack. Richtig, ich kann jetzt alles weg. Fischt sie alles raus. Ja. Jetzt erzähl mal mehr. Wo denn? Wann denn? Ja, so den Hauptteil in Leipzig. Da bin ich auch aufgewachsen. Zum Großteil war dort auf dem Sportgymnasium und dann halt beim HC Leipzig damals noch. Und bin dann nach Magdeburg gegangen, dann in die Schweiz. Genau. Und da hast du nie irgendwo mal so ein bisschen Herzblut an einem Verein hängen, kleben, bleiben lassen? Eigentlich immer dort, wo ich dann gespielt habe. Okay. Also das ist so. Also weil, wenn ich irgendwo bin, dann muss ich mich auch damit identifizieren können und dann gebe ich auch alles dafür, genauso wie jetzt hier. Das ist so. Also ich liebe das, wenn die Jungs draußen sind, wenn sie spielen. Ich fiebe da auch mit. Aber so Fan wie Christoph zum Beispiel sich da bezeichnet, nee, das würde ich niemals machen. Und wie bist du dann zu diesem Verein gekommen, beruflich? Ich habe mich beworben. So ganz normal. Sie hat so einen ganz guten Eindruck hinterlassen. war das jetzt weil der Job halt gerade da war und das lag irgendwie in deiner Karriere auf dem Weg oder war da auch tatsächlich irgendwie schon dieses Wissen, St. Pauli ist ein bisschen anders und speziell vielleicht? Also ich muss ja. Ich glaube, ich muss anders anfangen, oder? Ich glaube auch. Ich glaube auch. Ich habe vorher, bevor ich hier angefangen habe, habe ich bei RB Leipzig gearbeitet. War dort 2,5 Jahre. So, jetzt müssen wir das. Jetzt müssen wir das Ganze wieder abbrechen, ja. Und da das ist so ein Handballverein, ne? Oder? Genau so. Da ging es dann nicht weiter und ich habe was Neues gesucht. Ist natürlich jetzt komplett was anderes gewesen. St. Pauli und Leipzig. Und ich muss sagen, es war genau der richtige Weg für mich. Also, hast du da auch in der Presseabteilung gearbeitet? Ja, auch in der Medienabteilung. Hab dort so heißt es. Medienabteilung, Entschuldigung. Ja. Richtig. Tut mir leid. Heißt ja auch gar nicht Red Bull Leipzig. Nein, also ich hab dort auch vieles gemacht, habe dort Texte geschrieben, habe dort auch ein bisschen Social Media gemacht. Also eigentlich auch alles, so wie das hier eigentlich auch so aufgeteilt war am Anfang, dass man da überall mal ein bisschen was mitgemacht hat. Genau. Und als du dann hier ankamst, war das eine andere Welt, weil da hast du aus goldenem Wasser hingetrunken und hier an der Kollaustraße aus dem Napf, oder? Es war insofern eine andere Welt, dass ich mich hier von Beginn an sehr, sehr wohl gefühlt habe, muss ich einfach sagen. Einfach so das Ganze drumherum, wie das ausgerichtet ist, damit fühlt man sich einfach wohl, damit kann man sich wirklich identifizieren und das war mir auch ganz wichtig. Ich habe mich dann am Ende, also es war eine ganz, ganz tolle Zeit bei RB Leipzig. Ich habe sehr viel gelernt, es war aber auch hart teilweise und wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich
nie mehr dahin gehen. Also das ist einfach so. Mhm. Ist das denn dem Konstrukt RB geschuldet gewesen? Also würdest du dieses, was ja der gemeine Fußballfan hasst, ja RB Leipzig, ja. Ist das diesem Hintergrund geschuldet, diesem Getränkehersteller, dass das halt nicht der normale Fußballverein ist? Oder kamen da ganz andere Sachen zusammen? Es kamen ganz andere Sachen zusammen. Okay. Ja. Gut. Der gemeine Fußballfan. Also bist du dann in Leipzig aufgewachsen und dann aufgrund deiner Handballkarriere getourt und dann wieder nach Leipzig gekommen und dann nach Hamburg gegangen? Oder? Ja, genau. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich schon als Kleinkind immer gesagt habe, ich möchte irgendwann mal in Hamburg wohnen. Und dass es dann so schnell gegangen ist, war für mich natürlich sensationell. Und dann auch noch bei so einem Verein wie hier. Warum hast du das gesagt? Weil die Elbe so toll ist? Oder? Warum sagt man als Kind, man will in Hamburg? Ich weiß, ich habe mich schon immer für Hamburg fasziniert. Ich kann dir das gar nicht sagen, warum. Ich liebe das. Ich liebe diese Menschen hier. Ich mag den Schlag von Mensch einfach. Ich habe ja auch 4 Jahre war ich auch in München. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Ich war auch in München. Und bin da zum Beispiel überhaupt nicht zurechtgekommen. Und ich, dort habe ich zum Beispiel auch mein Volontariat gemacht, habe dort bei einer Tageszeitung gearbeitet, bei Münchner Merkur. Hatte dort auch ein super Team drumherum, aber ich bin einfach mit dem Schlag von Mensch generell in München nicht zurechtgekommen. Und deswegen habe ich gesagt, ich gehe wieder zurück nach Leipzig. Ja. Eine Frage, die generell an euch möglich wäre und die wir Christoph damals auch schon gestellt haben, seht ihr euch eher als Journalisten, als Dienstleister, als Social-Media-Profis oder alles zusammen? Ich sag mal vielleicht, was Christoph damals gesagt hat. Nein, du kannst es doch nicht von vornherein verraten. Christoph hat ja im Vorgespräch schon gesagt, wie er sich sieht. Nein, ich hatte damals auch zitiert aus einem Interview, was Christoph bei Schalke noch gegeben hatte. Nämlich da hat er gesagt, das ist 80% PR und 20% Journalist. Also 80% PR-Arbeit, die er macht, und 20% journalistische Arbeit. Und dann hast du danach bei uns gesagt, dass es beim FC St. Pauli ein bisschen ausgeglichener ist. Jetzt ist das Ganze 3 Jahre her. Wie teilt sich das heute auf? Ich glaube, der Bereich Social Media ist ja wahrscheinlich in der Wertigkeit und in der Anzahl, was Stunden anbelangt, wahrscheinlich explodiert in den letzten Jahren nochmal. Naja, also als ich hier angefangen habe, und jetzt ist ja sozusagen das auch schon fast 8 Jahre her, haben wir noch kein Facebook, glaube ich. Oder gerade erst angefangen. Gerade so wahrscheinlich. Irgendwie so gerade eben. Twitter gab es dann ab 2013, glaube ich, dazu. Und die ganzen anderen Sachen sind dann ja sukzessive dazugekommen. Also du hast schon recht, das ist natürlich schon so, dass sich in der Zeit Enormes verändert hat. Es hat sich ja Medienarbeit dadurch auch dramatisch verändert. Also ich kann jetzt noch weiter ausholen, als ich sozusagen meine Erstkontakte mit dem Journalismus hatte nach meinem Abitur 92. Da war es halt so, da habe ich bei der Regionalzeitung in Dortmund gearbeitet. Der BVB-Reporter kam irgendwie mittags rein, hatte 2 Geschichten im Blog, hat die geschrieben, der musste nichts online stellen. Die stand am nächsten Tag in der Zeitung und fertig war die Geschichte. Da war halt nichts irgendwie. Der musste nicht auf irgendwas reagieren, was irgendeiner hektisch dann getwittert hat oder so. Und das hat natürlich jetzt durch die Digitalisierung und den Wandel halt auch den Journalismus verändert. Weil alles viel schneller geht, es geht viel mehr auf Klickzahl, es geht viel mehr auf Umschlaggeschwindigkeit. Der als erster sozusagen die News hat, das ist der relevant ist. Es geht manchmal dann auf Kosten von Sorgfalt. Doppelchecken, Quellenchecken und so weiter und so fort, das ist ein bisschen schwierig. Und hat aber natürlich den Journalismus dahingehend verändert, dass zum einen das alles schneller geworden ist. Zum anderen sind halt aber auch andere relevante Player dazugekommen, nämlich die Vereine, die selber über ihre Kanäle natürlich Sachen ausspielen, die selber natürlich eine gewisse Deutungshoheit haben wollen, die selber natürlich auch versuchen wollen, möglicherweise in einer Art ein eigenes Medienhaus aufzutreten und zu sagen irgendwie, warum können wir nicht Agenda-Setting machen? Warum müssen wir immer quasi Getriebene sein von den Tageszeitungen? Lass uns das doch machen. Und es gibt ja verschiedenste Ausformungen jetzt in der ersten und zweiten Liga. Es gibt ja Clubs wie den FC Bayern, die dann halt irgendwie 24 Stunden TV-Programm haben, wo halt die natürlich auch Zugang zu allen Leuten kriegen, was möglicherweise die anderen dann nicht so haben oder nicht so ausgesucht haben. Und da gibt es ja vielfach auch Kritik von Seiten der Journalisten,
warum können wir denn jetzt nicht eigentlich mit dem so sprechen, wie ihr das jetzt vielleicht macht und so weiter und so fort. Riesen Kritikpunkt auch bei Sky. Warum kriegt Club TV Spieler XY und wir nicht? Wir zahlen richtig viel Geld und ihr macht es dann irgendwie auf euer Ticket und so. Und das sind Veränderungen, die sich ja sozusagen erst in den letzten, ich sage mal, 10 Jahren mit einer noch deutlichen Geschwindigkeitsverstärkung in den letzten vielleicht 5 Jahren ergeben haben. Aber anschließend an die Frage von Mike vorhin mit irgendwie Verhältnismäßigkeit, PR, Journalismus, kann man da ja auch so ein bisschen die Frage reinbringen, ist es denn Journalismus, wenn ihr über euch selber schreibt, oder ist es nicht eigentlich PR oder über uns selber, wie auch immer? Naja, also am Ende sind wir natürlich schon, klar, also es ist sicherlich im Großen und Ganzen PR, die wir hier für den Verein machen, aber natürlich auch mit einem klaren journalistischen Anspruch. Also es ist schon so, dass sowohl die Darstellungsformen natürlich klar journalistisch sind, die Formate, die wir anbieten, und wir mühen uns schon nach Kräften, dass 1-4 in Köln nicht als, eigentlich hätten wir gewinnen müssen, aber hat nicht geklappt, weil das dann anders gekommen ist. Also da versuchen wir schon, nicht jetzt als Propagandaabteilung durch die Welt zu laufen, sondern das wirklich schon realistisch abzubilden. Und haben da sicherlich auch eine journalistische Sorgfaltspflicht. Also wir bedienen uns möglicherweise journalistischer Methoden, um PR zu machen. Vielleicht. Anne, wenn du sagst, bei RB hast du damals Social Media auch gemacht, ist ja. Das, ich entnehme RB als sehr modern war das damals schon weiter fortgeschritten, als es jetzt hier dann bei uns war, als du ankamst? Nein, gar nicht. Ganz im Gegenteil, das steckt da eigentlich noch eher in den Kinderschuhen. Also man hat vielleicht einen Social-Media-Post abgesetzt bei Facebook, Instagram gab es damals noch gar nicht, hat man noch nicht bedient und dann halt noch Twitter. Also das lief eigentlich eher so nebenher. Als ich dann hierher gekommen bin, war das zum Beispiel viel, viel weiter schon. Jetzt sitzt ihr drei hier. Wie viele Köpfe seid ihr in der Abteilung insgesamt? Also fest sind wir 6 und haben noch derzeit 2 Werkstudentinnen und einen freien Mitarbeiter, der auch tageweise. Und das deckt dann aber alles ab, also sprich die Homepage, alles, die ganzen Social Media Geschichten, auch St. Pauli TV? St. Pauli TV, alle Publikationen, also Viva, Blickpunkt, alles, was wir auf der Website machen. Und dass so viele dann ja, also das ist ja auch. Das sieht man von draußen ja nicht irgendwie. Also wir begleiten halt jedes Interview, was mit Spielern geführt wird. Das sind dann am Tag zwischen 3 und 5. Mhm. Wenn man das dann, ich sage es mal, auf 200 Arbeitstage vielleicht, die Spieler haben oder so, runterrechnet, kann man ja ungefähr dann sehen, wie viel Themen da halt und wie viel Zeit dann darin steckt, die Leute zu begleiten. Wir haben natürlich eine ganz enge Schnittstelle zur Vermarktung, wo dann es nicht nur darum geht, irgendwie, so jetzt schreibt man eine Pressemitteilung zu neuer Partner X oder neuer Partner Y, da geht es dann halt darum, irgendwie, ah, übrigens, wir haben dem Partner X eine Social-Media-Kampagne mit in seinen Vertrag reingebaut. Wann können wir denn was wie genau ausspielen? Was habt ihr für Ideen? Wie können wir das denn machen? Also wollen wir irgendwie eine Challenge machen oder wollen wir eine Hashtag-Kampagne machen oder wollen wir das oder wollen wir jenes irgendwie? Was meint ihr denn und wann überhaupt? Und können wir das jetzt sofort machen? Weil eigentlich wollten wir das schon letzten Monat haben. So, also das sind auch so Sachen, ganz viele Abstimmungsthemen und so weiter und so fort, wo wir eben auch gucken müssen, dass wir Inhalte, die jetzt nicht rein redaktionell sind, die von uns sozusagen erstellt werden, sondern die dann durch Merch, durch Vermarktung, durch CSR reinkommen, dass wir die sozusagen in den ganzen Redaktionsstoff sozusagen einpflegen. Und was für uns immer wichtiger wird und immer mehr Bedeutung erlangt, ist der Bereich der Amateurabteilung und dieses unter dem Claim sozusagen ein Verein irgendwie, dass wir da halt auch immer mehr Sachen promoten wollen. Hier Serdar Çelebi ist jetzt sozusagen ja das Paradebeispiel, Tor des Monats, Tor des Jahres Kandidat und so weiter und so fort, wo wir richtig viel drüber gemacht haben, aber es geht halt auch dann um, was weiß ich, um Rugby, um Roller Derby, manchmal auch um Schach. Das ist dann aber dann Jörn Steckenpferd natürlich. Special Interest. Genau. Und da wollen wir natürlich auch gucken, weil wir sehen uns eben, wir verstehen uns eben halt auch als Breitensportverein und nicht nur als den Profifußballclub irgendwie und versuchen da halt das auch abzubilden. Und kannst du das irgendwie, oder könnt ihr das so ungefähr sagen, wie viel ist Profifußball?
wie viel ist Amateursport und wie viel ist Fans, Umfeld oder was da, also sowas macht ihr auch, zum Holocaust-Gedenktag berichtet ihr ja auch zum Beispiel, also es kommt ja auch, also wir kommen ja auch vor sozusagen und Fangruppen kommen ja auch vor, also kann man das irgendwie so, also ist es 95% Profifußball und das andere kommt irgendwie so noch nebenher, oder? Nee, ich glaube, das ist schwierig. Also wir hatten eine Auswertung, das müsste ich ehrlicherweise raussuchen irgendwie, weil wir hatten mal exemplarisch mal eine Woche untersucht, wo wir geguckt haben, irgendwie, was ist NLZ, was ist Verein, sage ich jetzt mal im weiteren Sinne, wo dann halt auch Fanthemen mit reinkommen und was ist Profifußball. Und da gab es, glaube ich, 49 Artikel in der Woche auf der Website. Und ich glaube so, weiß ich nicht, vielleicht so 25 Fußball, also rein Profifußball und der Rest dann aufgeteilt auf NLZ und also nicht 50-50 oder so, also vielleicht 70-30, je nachdem irgendwie, wenn keine Saison ist, vielleicht nochmal 60-40 oder so, aber da versuchen wir halt schon gerade auch die NLZ-Themen halt einigermaßen groß zu machen. Weil das auch ein wichtiger Bereich ist. Und macht ihr alle alles oder teilt ihr das auf? Also gibt es den, keine Ahnung, Jörn macht den Breitensport und Anne macht das NLZ oder wie auch immer. Also habt ihr das auch nach Themen geclustert oder also wir haben die Abteilung auch einen Ansprechpartner haben? Oder? Also wir haben zum einen sind wir in der Abteilung so aufgestellt, dass jeder sozusagen einen Bereich hat irgendwie. Ne? Also Anne ist ja in Funktion A rein formal meine Vertretung, kümmert sich aber mehr und mehr um alle Themen rund um die Lizenzspielermannschaft. Alles, was an Interviews, Terminen und so weiter und so fort, irgendwie, das wird von Anne koordiniert, geregelt, begleitet, organisiert und so weiter und so fort. Und Anne ist sozusagen übergeordnet verantwortlich für Social Media Themen. Da ist Jörn, dann aber derjenige, der es operativ halt umsetzt, der die Wochenpläne macht, der guckt, was haben wir für Themen auf der Agenda. Wir haben montags immer einen großen Abstimmungstermin mit allen Bereichen, von Rabauken über Merch, über Ticket, über Marketing, CSR und so, kriegen wir montags halt immer alle Infos und dann wird dann halt gesagt, alles klar, wir Rabauken sind dann und dann bei dem Auswärtsspiel, können wir da einen Post machen, irgendwie, dass wir da sind. So, und dann wird das halt quasi eingepflegt, gibt verschiedene Tools, kann Sachen voreinstellen und so weiter und so fort. Da ist Jörn sozusagen im Lead. Wir haben mit Josef, einem Werkstudent, der den WhatsApp-Messenger macht. Der ist ja quasi ein neues Tool. Haben wir jetzt so knapp 7000 Leute, die ihn abonniert haben, was so auf schnell mal echt richtig viel ist. Der aber ganz, ganz viel Arbeit mit sich bringt, weil du nicht nur deine Präferenzen auswählen kannst. Also ich möchte einmal am Tag, mehrmals am Tag, alle Nachrichten einmal die Woche. Und ich möchte dann aber nur Profis, ein bisschen Verein, aber kein NLZ und so. Also du kannst sozusagen aussuchen, wie du es halt haben willst. Und demnach sind dann halt Bots einzustellen und so weiter und so fort. Da ist Jörn halt auch irgendwie mit dem Thema. Das schafft er sich halt auch nach und nach drauf, dass er da halt einspringen kann. Naja, und so sind wir quasi alle irgendwo Spezialisten in gewissen Bereichen, sind aber dann natürlich auch, gerade wenn wir auswärts fahren oder so, halt auch Generalisten, weil dann sitze ich halt auch da und twitter die PK oder Jörn schreibt den Nachspielbericht oder macht WhatsApp oder macht die Insta-Story oder was auch immer da gerade zu machen ist. Sebastian? Du hast vorhin gesagt, ihr begleitet die Spieler eigentlich zu allen Interviews. Jetzt haben wir das mal ja, mal nein gehabt. Irgendwie Anne war jetzt bei Sammy mit dabei. Ganz naiv gefragt, warum eigentlich? Naja, am Ende ist es so, dass wir denen natürlich auch eine gewisse Form von Hilfestellung geben wollen. Es ist nicht so, dass wir denen nicht zutrauen, dass sie auch selber irgendwie da eine Meinung haben oder so. Also das ganz und gar nicht. Aber es geht natürlich darum, du hast auf der einen Seite einen Medienprofi sitzen und auf der anderen Seite einen Fußballprofi, der aber nicht unbedingt Medienprofi ist. Und da ist es dann manchmal einfach, um ihm quasi in gewisser Weise Unterstützung mitzugeben. Wir greifen da selten ein, was aber immer trotzdem mal passieren kann, weil da möglicherweise Fallen gestellt werden, die wir relativ schnell erkennen, die der Spieler bei dem Moment vielleicht nicht erkennt oder so, keine Ahnung. Und es ist für uns manchmal wichtig, weil auch wenn es bei uns eigentlich relativ harmonisch zugeht, gibt es immer mal irgendwie Dinge, die dann bei Gesprächen erzählt werden, wo man sagen kann, das läuft jetzt möglicherweise wieder dem Vereinsinteresse. Oder da ist irgendwie ein Zündstoff drin, aus welchen Gründen auch immer. Ne? Irgendwie Spieler will den Verein verlassen und
sagt, kritisiert den Trainer oder macht irgendwie was und so. Und da geht es für uns natürlich auch darum, das auf dem Schirm zu haben, um dann möglicherweise dem Sportchef, dem Trainer oder wem auch immer eine Info zu geben, pass auf, morgen kann die und die Geschichte halt kommen. Irgendwie nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst und so weiter und so fort. Okay, aber das heißt, mir fällt jetzt gerade dieses Beispiel mit Bernd Nährich ein, der irgendwie in der Hinrunde irgendwie ein, zwei Mal anscheinend über die Presse artikuliert hat, dass er so ein bisschen unglücklich war mit der Situation. Ihr fahrt den dann nicht über den Mund, sondern es gibt dann eher so in dem Review oder intern dann noch die Kommunikation, morgen kommt ein Interview raus, in dem das oder das Thema sein könnte. Genau. Genau. Also wir werden nicht irgendwie uns hinsetzen und sagen, Ben Erich, das, was du jetzt gerade gesagt hast, das darfst du aber nicht sagen oder das ist irgendwie und so weiter und so fort, sondern wie gesagt, das sind ja alles erwachsene Menschen, ne? Also den kann man jetzt dann schwerlich den Mund verbieten. Es ist aber für uns dann halt eben auch ein Stück weit Aufgabe unserer Tätigkeit, dann den Sportcheftrainer zu informieren und zu sagen, pass auf, morgen kommt die und die Geschichte. Nicht, dass sie irgendwie aus allen Wolken fallen und denken, hätte ich das mal gewusst, hätte ich anders reagieren können, hätte ich mir vielleicht den Spieler vor dem Training schon mal zum Gespräch holen können, hätte es mit ihm ansprechen können. So hat er immer die Möglichkeit, quasi wir informieren und von dann an hat er die Chance sozusagen zu reagieren. Ne? Kann er sagen, pass auf, ich schnappe den jetzt, ich rufe den an oder ich bestelle den ein oder wie dann auch irgendwie oder ich gehe morgen früh direkt auf ihn zu und dann klären wir das, bevor es dann ein großes Thema in der Mannschaft wird. Ja, weil die lesen natürlich auch, die kriegen das auch mit, dann wird viel geredet und so. Und wenn du dann irgendwie eine Form von Krisenintervention sozusagen vorher schon machen kannst, ist es halt immer einfacher. Macht ihr denn auch so eine Art Review jetzt, ich sag mal, im Sinne von Medienschulung, wenn gerade jüngere Spieler vielleicht dann in so Interviews sich, ja, sagen wir mal, naiv verhalten oder so? Also es ist immer so, dass wir in der Regel, wenn wir mit den Spielern darüber sprechen, dass sie jetzt quasi zum Interview angefragt sind, dann fragen die mal, Mensch, was wollen die denn wissen und so, und dass wir denen sozusagen vorher so eine Art Themenkanon mit an die Hand geben und sagen, pass auf, das ist gerade Thema, das könnte dich betreffen, keine Ahnung, irgendein Spieler, Vertrag läuft aus, dann ist immer hier, die werden sicherlich fragen, was ist jetzt gerade Vertrag. Dann, keine Ahnung, dieser Spieler ist dann meinetwegen Sechser, es gibt vier andere Sechser, er spielt gerade nicht oder ist nicht im Kader oder hat gespielt, dann kann man da halt immer so ein bisschen, ne? Also dass man da einfach dem Spieler sozusagen so ein bisschen was mit an die Hand gibt und sagt, pass auf, das und das und das könnten die Themen sein irgendwie und so weiter und so fort. Und im Nachgang ist es in der Regel immer so, dass wir dann auch ein Feedback geben und denen sagen irgendwie, das war okay, das war nicht okay, oder dass die Spieler dann sagen, Mensch, bei der Aussage, da habe ich mich nicht so ganz wohl gefühlt, könntest du vielleicht nochmal mit dem sprechen, dass er das vielleicht streicht oder so irgendwie, also das, da entwickeln die halt auch ein Gefühl. Witzig finde ich, dass ich... Achso, Entschuldigung, ich wollte... Ich wollte nur sagen, dass ich... dadurch, weil ich ja auch sehr, sehr häufig oder eigentlich tagtäglich mit den Spielern in Kontakt bin und dass ich auch so gesehen habe, dass die Spieler das auch gerne annehmen. Also sie kommen häufig danach kurz zu mir und fragen, hey, war das okay? Hätte ich da irgendwie... war da irgendwie eine Stolperfalle oder irgendwas? Also man gibt ihnen einfach auch... Man spiegelt ihnen was wieder, um ihnen einfach auch so ein bisschen eine Sicherheit zu geben, gerade bei den jungen Spielern. Ne? Nehme ich jetzt mal Flo Carstens, der macht das super. Der ist, kommt dort rein, macht seine Spiele, war eigentlich gar nicht irgendwie drauf vorbereitet und hat jetzt natürlich eine Flut an Interviewanfragen. Da muss man ihn natürlich ein bisschen unterstützen. Das ist einfach so. Und sonst macht er sich auch viel zu viel Gedanken und ist abgelenkt und überhaupt. Und da, also ich find das gut. Und die Jungs, wie gesagt, auch sie kommen auch immer und fragen immer nach. Also sie müssen das ja auch gar nicht annehmen im Nachgang. Und man merkt einfach, dass sie das gerne machen. Wie bereitet ihr Spieler auf den Millerton vor? Das ist kein relevantes Medium, da wird nicht drüber gesprochen. Genau, ist einfach, komm, wir einfach hin. Einfach labern. Das ist scheiße labern, das hört sich keiner an. Aber zieh dir irgendwie so ein bisschen Hipster-Klamotten an, irgendwie, dann bist du da schon angesagt. Und hier, Roggen-IPA. Genau. Außer Dessa und dann geht's weiter. Na, Christoph hat ja auch gesagt, man ist da Medienprofis gegenüber, das ist ja hier nicht der Fall. Ja, das ist mir bewusst. Ich weiß nicht, ob das die Spieler immer vorher schon... Christoph, du hast damals... Entschuldigung, Johnny, du zuerst. Doch, das ist völlig in Ordnung. Ich kann später... Ich sitze jetzt hier und verschränke meine Arme und gucke dich die ganze Zeit so an. Okay, das freut mich sehr. Christoph hat damals gesagt, du hättest dich in der Woche vorher mit Klaus Theister gesprochen, dass ihr ab sofort so U15, U17, U19 auch regelmäßiger in Medienschulungen nehmt. Ist das so 3 Jahre später Realität geworden? Ehrlicherweise nein. Ehrlicherweise nein. Also es gibt es gibt immer mal wieder Gespräche mit den Kollegen im NLZ, wie wir was machen, dass gewisse Abläufe besprochen sind und so weiter und so fort. Es wird mit der U23 habe ich jetzt im Sommer
Das, ich glaube im Sommer. Ja, im Sommer war das. Da haben wir irgendwie eine Art Medienschulung gemacht. Irgendwie. Und Medienschulung klingt immer so, dass wir dann sozusagen sagen, was sie sagen sollen und so weiter und so fort. Und am Ende kommt ja gut, okay, ich sag mal, und wir haben Gas gegeben. Mhm. Und ja, am Ende ist irgendwie Kleinigkeiten haben entschieden. Und super, dass ich zwar 8 Tore geschossen habe, aber die Mannschaft ist eigentlich fest da. Ja, also eigentlich ist es irgendwie doch alles besser so. Und das ist ehrlicherweise nicht so. Es geht da eher darum, eine Form von Sensibilisierung vorzunehmen. Also den Spielern mit auf den Weg zu geben, für was für einen Verein sie spielen. Wie sie sich gerade so im öffentlichen Raum der sozialen Medien halt bewegen sollten oder eben halt auch nicht irgendwie. Wir haben da natürlich immer eine Handvoll Beispiele, sei es ein Spieler, der irgendwie sich in postkoitaler Verbundenheit mit seiner Lady fotografiert und darunter Best I Ever Had und so schreibt, dass man da sagt, Mensch, halt's doch für dich, sag's ihr irgendwie, aber musst du jetzt nicht in deinem auf öffentlich gestellten Instagram-Profil der ganzen Welt irgendwie mitteilen. Also da gibt's halt so ein paar Handreichungen, was geht, was geht nicht und wo könnte man da vielleicht so ein bisschen optimieren irgendwie, ob man unbedingt mit Deutschland tut, auf dem Hurricane, Hashtag NoRomo, so, also da gab's so eine ganz interessante Gesamtgemengelage bei einem Spieler der U23 irgendwie, wo man sagen musste, Junge, das musst du jetzt auch nicht machen. Also das geht, wie gesagt, es geht mehr um Sensibilisieren, es geht mehr darum, irgendwie denen zu sagen, pass auf, hier arbeitet ihr in einem Umfeld, wo die Leute sehr genau drauf gucken, was zieht ihr für Klamotte an, was schreibt ihr in Social Media, wie verhaltet ihr euch zu bestimmten Themen und so weiter und so fort. Und das ist so eher der Auftrag, als denen irgendwelche Worthülsen an die Hand zu geben und zu sagen, so, wenn es ja scheiße gelaufen ist, dann sagst du halt, ja gut, okay, ich sag mal, was heißt... schlecht gespielt. Alles raushauen. Ja, genau, rausfressen. Würdet ihr einem Spieler, der jetzt am Beginn seiner womöglich sehr großen Karriere steht, raten, Social Media zu nutzen? Und wenn ja, alle möglichen oder ausgewählte oder im Idealfall sich davon ganz fernzuhalten? Jörn. Ja, am Ende, glaube ich, stellt sich bei den wenigsten die Frage noch, also würde ich sagen, also die sind ja noch viel mehr Digital Native als wir alle zusammen, denke ich, und die meisten haben da schon mit angefangen. Also ja, aber es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt hier meinen privaten, in Anführungsstrichen, Twitter-Account, Instagram-Account habe oder ob ich da irgendwo so einen verifizierten Haken nachher hinterbekomme. Also sollte ich das forcieren als Spieler oder sollte ich da lieber den Ball flach halten und das eher so als Nutzer nutzen, aber nicht so prominent nach außen? Ja, da würde ich sagen, am Ende muss es da jeder selber wissen. Also ich kann jetzt nur von, also aus meiner Joberfahrung sprechen. Also Anne bekommt quasi wöchentlich Nachfragen nach dem blauen Haken. Also von daher kann ich mich da auch nur wiederholen. Also es geht da eher dann darum, die Jungs zu begleiten, als denen irgendwelche Tipps zu geben, ob es jetzt Sinn macht oder nicht. Das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Und am Ende ist es, glaube ich, auch eine gewisse Typfrage, wie man seinen Account gestaltet. Also mich hat einer, also Marcel Halzenberg zum Beispiel, der hatte mich mal ganz offensiv gefragt, wie das funktioniert und was er da posten kann und was er denn da machen soll. Und am Ende hat es dann wahrscheinlich am Ende hat es dann auch eher nicht funktioniert mit dem Post vom Holocaust-Mahnmal mit seiner Freundin. Das hatten wir kurzzeitig bei Yeong Park auch mal. Da wurde er dann direkt darauf hingewiesen. Der hat es auch total verstanden und hat dann irgendwie den Beitrag gelöscht, hat ein anderes Foto gepostet und hat gesagt, sorry, ich war mir der Bedeutung dieses Ortes gar nicht bewusst. Mhm. Also ich würde auch sagen, also die Frage habe ich mir auch schon häufiger mal gestellt. Es ist aber so, dass also wir weisen einfach auch die Spieler natürlich darauf hin, dass wenn sie in einem oder als öffentliche Person die Medien nutzen natürlich Instagram, Facebook und Twitter und so auch. Und sie ziehen sich da auch ihre Geschichten raus. Mhm. So. Und das haben wir ganz, ganz häufig schon gehabt, diesen Fall. Sowohl positiv als auch negativ. Und dessen müssen sich einfach die Spieler bewusst sein. Und demzufolge müssen sie einfach auch schauen, was sie da einfach posten. Und genau solche Sachen, solche Hinweise geben wir ihnen einfach auch. Und wie Jörn schon sagt, am Ende müssen sie es natürlich selber entscheiden, aber
unser Rat so von mir persönlich jetzt wäre eigentlich immer wirklich zu schauen, was privat ist, ist privat. Das kann man ja auch einstellen. Das können dann auch wirklich nur die Privatleute, die Freunde sehen und das andere dann halt auch öffentlich machen. Gibt es denn überhaupt noch Spieler, die überhaupt kein Social Media nutzen? Ja, natürlich. Es gibt auch Leute, die sich abgemeldet haben. Ja. Johannes Flum zum Beispiel, der hatte, der macht jetzt irgendwie gar nichts mehr und so weiter und so fort. Das sind aber tatsächlich eher Leute, die kleinen Tick älter sind vielleicht. Also was wir halt den Spielern noch mehr empfehlen, ist einfach zu unterscheiden zwischen Privat- und Fanseite. Ja. Also dass es da irgendwie zwei Sachen halt geben kann, durchaus, wo sie dann auch die Empfehlung kriegen, quasi auf der privaten Seite nur Leute anzunehmen, die sie tatsächlich auch kennen und wo sie es einschätzen können irgendwie und bei der Fanseite halt Fansachen halt dann posten. Ich glaube, du kommst als, wenn du dieser junge, talentierte Spieler bist, der eine große Karriere vor sich hat, glaube ich, kommst du nicht umhin, beratergetrieben vielleicht auch irgendwie dich da zu positionieren, geht dann hinterher darüber ja auch quasi Reichweiten zu erzielen und darüber Marktwerte zu steigern und so weiter und so fort. Weil wenn man halt sieht, welche Sogwirkung der Kollege Ronaldo mit seinem Wechsel jetzt von Madrid nach Turin hatte, wie viele Leute dann sozusagen auf einmal Juventus Turin geliked haben und so, das hat dann natürlich dann, ist natürlich dann wirklich die oberste Kategorie natürlich, aber das hat natürlich dann auch wirtschaftliche Komponenten, ne? Wenn du da halt sagst, irgendwie, hier, pass auf, bei Reichweite X kostet ein Post halt für einen Werbepartner dann mal 55 oder 500.000 Euro, dann ist das natürlich schon ein kräftiges Pfund. Und das Ding für die Spieler ist aber Insta, oder nicht? Und alles andere spielt keine Rolle mehr, oder? Ja und nein. Also es ist auch so ein bisschen altersabhängig irgendwie, aber eigentlich, also die jungen Spieler zucken alle nur auf Insta. Das ist so unsere Erfahrung und dann halt auch alles, was da so mit Boomerang und diesem ganzen Quatsch, was da halt geht. Irgendwie. Und da versuchen wir Boomerang? Auch. Boomerang? Was ist das denn? Ja, so mit hin, her. Das ist so furchtbar alt. Ja. Das ist keine Altersfrage. Ich hab einfach nur genickt und wusste überhaupt nicht, worum es geht. Das ist furchtbar. Ja, aber es ist am Ende also so, dass wir irgendwie da die Jungs halt auch gewisse Sachen so mit an die Hand geben irgendwie. Also am Spieltag nicht posten, konzentriere dich aufs Spiel, nicht aus dem Bus, nicht aus der Kabine. Also es gibt ja auch, oder es gab den einen oder anderen bei uns, der dann beim Spiel, wir kommen irgendwo im Stadion an, das Erste, was er macht, Handy raus, über den Platz, alles klar, Insta-Story, go, fertig irgendwie und so weiter, wo du denkst, Alter, in einer Dreiviertelstunde geht das Spiel los irgendwie, du hast nichts anderes zu tun, als da nochmal irgendwas zu machen. Also da gibt es schon relativ klare Hinweise und ein Stück weit Regelwerk. Wir sind jetzt aber keine Sanktionierungsabteilung, deswegen können wir schlecht sagen, irgendwie, oh, du hast jetzt leider eine Stunde vom Spiel noch was gepostet, das kostet Geld. Das ist ja nicht an uns. Ne? Also das muss dann anderweitig geregelt werden, aber da gibt es von uns klaren Auftrag, das halt nicht zu machen. Anne, konntest du Samis Twitter-Passwort zurücksetzen lassen nach der letzten Sendung? Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Na gut. Ihr habt vorhin, als du so ein bisschen über eure Aufgaben im Generellen gesprochen hast und diesen Wochenplan, hast du auch über eventuelle Angebote, die die Marketingabteilung Marketingabteilung an Firmen macht und dass dann da so ein Social Media Deal eventuell mit im Paket mit drin ist. Frage dazu von Frau Elo. Die politische Positionierung des Vereins wird zum größten Teil wohlwollend aufgenommen, also bezogen auf Social Media. Wieso wird Kritik, zum Beispiel an Kooperationen wie mit Mediamarkt oder Astra, gar nicht kommentiert und wenn dann eher stillschweigend trotzdem weitergeführt? Also sprich in die Richtung, es kommen da ja auch mal negative Reaktionen auf Social Media, die werden vom Vereinsaccount dann aber eher ignoriert. Nein, also der konkrete Fall Mediamarkt, gab es ja die Nachfrage bei der JV, in der JV-Berichterstattung, die wir ja gemacht haben, ist auch sozusagen ein Absatz zu dem Thema Mediamarkt enthalten. Bei Astra haben wir selber als Verein die Werbung, die sie da hatten mit Wolle, Dose kaufen oder so, irgendwie hatten wir selber sozusagen Astra angepinnt und denen halt gesagt, alles klar. Eine gute Partnerschaft muss auch aushalten, dass man sich dann mal die Meinung sagt irgendwie und wenn, dann geht es halt nicht. Beim Community Management ist es so, dass wir eigentlich versuchen, im Rahmen unserer Möglichkeiten, so gut es geht, Sachen zu beantworten. Persönliche Nachrichten eigentlich immer, ne, wenn ich das jetzt, also so gut wie immer, aber
wir haben halt auch das Problem, dass wir jetzt auch bei so einem Thema wie WhatsApp, kannst du ja selber ausrechnen, 7000 Leute, wenn jeder auch nur im Jahr eine Frage stellt, die nicht über einen Bot beantwortet werden kann, kann das halt dann irgendwie auch ein relativ... Ich kann eine antworten bei diesem WhatsApp. Ja, klar. Ding, ja. Oder was? Ja, dann müssen Sie es antworten, oder was? Ja, klar. Nein, oh, das war nicht... Hätte ich das hier Scheiße. 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 Nein, super. Dann so, dass wir dann, also eine 6999. Da antworten wir nicht alles. Achtung, Achtung, eine wichtige Durchsage. Dann könnt ihr sehen, dass ich das bin, dann beantworte ich. Ja, klar. Ne? Aber die Frage, nachdem wir als nächstes spielen, haben wir heute schon beantwortet. Von daher, die Kassette. Aber die Leute rufen doch eigentlich immer einen Fanladen an und fragen das. Ich habe ihm, glaube ich, Ingolstadt geschrieben. Spaß. Nein, du hast vorher gesagt, wie wir als nächstes spielen oder ja, also gegen wen wir als nächstes spielen. Ach, das ist langweilig. Ja, das wie ist wir. Aber ja, das ist halt am Ende, auf die Frage nochmal zu kommen, es gibt natürlich auch Sachen, die sind, wie sie sind. Weißt du? Also wenn wir einen Vertrag abschließen mit einem Partner, der möglicherweise Sportwetten anbietet und da ist enthalten, dass wir was posten, ist es ähnlich wie bei Sky, eine Vertragsleistung. Bei Sky ist es so, die haben jetzt keinen Einzelvertrag mit dem FC St. Pauli, wo drin steht irgendwie bitte 10 Posts, sondern in dieser Gesamtvereinbarung, die es da halt gibt von der DFL, wo dann 800 Millionen, glaube ich, von Sky gezahlt werden, ist halt enthalten, dass alle Vereine über ihre sozialen Medien im Jahr, ich glaube, 10 Posts machen oder 6 Posts machen müssen. So, kannst dich auf den Kopf stellen, kannst sagen, machen wir nicht, finden wir alles blöd. Die Resonanz darauf wissen wir, ne? Das ist halt so irgendwie, aber trotzdem müssen wir das halt als Vertragspartner dann eben machen. Und so ist das dann halt auch bei dem einen oder anderen Partner, wobei erstaunlicherweise bei diesem Mediamarkt-Thema, was jetzt hier wie sammeln nicht. Genau, also dieses Interview ohne, also nur mit Bildern, ohne gesprochenes Wort irgendwie, ist die Resonanz bei Facebook eher total gut, was die Leute sagen, finden wir super irgendwie. Da hält sich das so ein bisschen, also nicht die Waage, sondern ist eher positiv als negative Resonanz. Wohingegen Sportwette gestern, glaube ich. Das ging in die Hose, ja. Das hat halt nicht funktioniert, so. Okay, aber das weiß man, wie du schon sagst. Und dabei ist dann aber auch immer dann die Frage, da stehen wir dann halt auch immer vor der Frage, es hätte auch die Option gegeben, quasi einen FC St. Pauli Werbetrailer zu nehmen und den dann aber auch als FC St. Pauli posten zu müssen. Mhm. Oder nur zu teilen irgendwie, dann aber dann quasi den normal für Union Dortmund uns und so weiter und so fort. Okay. So, da müssen wir dann manchmal so ein bisschen gucken, was ist jetzt besser. Sebastian. Weil du gerade Facebook ansprichst, ich als Nutzer bilde mir ein, dass es einen großen Unterschied in der Resonanz gibt oder in der, nennen wir sie Qualität der Resonanz. Irgendwie Facebook, habe ich das Gefühl, müsst ihr sehr viel oder immer mal wieder merkwürdige Kommentare wegmoderieren. Wie seht ihr da so die Differenzierung Facebook, Insta, Twitter? Ja, das würde ich auch sagen. Also in den letzten Jahren hat sich da enorm viel verschoben. Also auf Facebook sind die Leute eher, also ja, auf Twitter sind sie auch meinungsstark, aber auf Twitter sind sie meinungsstark oftmals mit, wie soll man sagen, mit einem gewissen Hintergrund und auch aus gutem Grund. Und bei Facebook stimmt schon, dass es eher so in die Extreme ausschlägt. Also entweder du hast extrem positive Meinungen dazu oder eben extrem negative Meinungen. Und das betrifft eben auch alle Posts, würde ich sagen, also egal jetzt, ob es ein Sponsoring-Post ist oder ein Post zu den Profis, also damit muss man umgehen, ist, glaube ich, aber nicht unbedingt ein spezifisches St. Pauli-Thema, sondern generell eine Sache, wo sich Facebook hinbewegt. Also die Tendenz, die ich zum Beispiel als privater Nutzer auch auf Twitter irgendwie beobachte in den letzten Monaten, dass da Diskussionen jetzt beispielsweise auch nicht mehr ganz so im Rahmen bleiben, wie ich es mir wünschen würde. Und womit habt ihr am meisten Reichweite? Also ist die Homepage das Herz oder und oh, alles andere ist drumherum? Wir können ja raten. Also ich würde sagen Facebook. Das ist tatsächlich das, wo, wenn wir jetzt uns mal alle angucken, wir sind ja alle irgendwie da angemeldet. Aber ich weiß zum Beispiel, dass du nicht bei Instagram bist. Ich bin noch nicht bei Facebook. Du bist nicht bei Facebook. Oh, jetzt fahrt mir doch nicht so in die Parade. Ich bin bei Instagram sogar angemeldet. Das ist jetzt aber von uns allen schlecht vorbereitet. Man hätte ja mal auf die Nutzerzahlen gucken können, ne? Oder ich habe ja auch gesagt, aber Nutzerzahlen ist ja das eine und also. Erreichbarkeit ist dann das andere. Ja. Also bei Facebook erreichen wir ja
das ist ja in den letzten, im letzten Jahr ganz, ganz merklich runtergedrosselt worden irgendwie. Also du kriegst ja dann, weiß ich nicht, wenn wir mal 100.000 Leute erreichen, ist super irgendwie, aber solange du nicht bereit bist, deine Post quasi monetär noch zu unterfüttern, bleib es halt dabei. Ja? Und da haben wir eigentlich die Erfahrung gemacht, dass das Insta im Moment der Kanal ist, wo wir die Leute eigentlich sehr direkt dann erreichen. Endlich ist bei Twitter, also wir haben, wie viel haben wir bei Twitter? 206.000, bei Insta 128, Facebook um und bei sehr knapp unter 600, ich glaube 586 oder so. 588.857. Scheiße, schlecht vorbereitet. 56. Irgendwie, also wir haben eine gerade für den Zweitligisten sehr okay digitale Reichweite. Für einen so, mäßigen Zweitligisten, das darf man auch nicht vergessen. Ja, vollkommen richtig. Ja, also, und stellen aber fest, dass eigentlich dass der Kanal mit dem größten Potenzial Instagram halt ist. Jetzt auch, was Zuwachsraten angeht und so weiter und so fort. Also bei Facebook kriegen wir fast nichts mehr dazu irgendwie. Bei Twitter ist es auch sehr zäh. Also da ist haben wir ja den englischsprachigen Account noch. Da geht immer mal wieder so ein bisschen was. Da sind wir gerade, glaube ich, bei 12.000 oder so. Oder 13 irgendwie. Das ist okay. Das läuft auch ganz gut. Das ist auch für die Community in Amerika und in England irgendwie, glaube ich, sehr hilfreich. Aber da sind die Zuwachsraten relativ bescheiden, wenn man jetzt den Vergleich mit Instagram halt hat. Aber das haben alle Vereine gerade diese Tendenz, dass sie bei Facebook weniger Zuwachsrate verzeichnen können. Johnny. Und niemand redet über YouTube und Google Plus. Google Plus ist abgestellt. Aber erst im April. Das sind immer noch, warte, lass mich nicht lügen, 97.000. Aber habt ihr denn über Instagram auch wirklich Kommunikation in dem Sinne? Also werden euch da auch Fragen gestellt? Kriegt ihr da auch Feedback im wirklichen Sinne? Oder ist das immer nur, ey, geil, super, tolles Foto, Rio? Nein, nein, also da haben wir auch Direktnachrichten, die wir dann auch beantworten. Man kann über Instagram, ich lerne hier Sachen. Ich wollte gerade sagen, Mike, wann hast du das letzte Mal Insta benutzt? Seit wir diesen Millanton-Account haben, habe ich das in der App. Ich habe dann erstmal mir von Michael erklären lassen müssen, dass man auf Instagram zum Beispiel nicht retweeten, also wie auch immer, oder re-Instagrammen kann. Doch, kannst du. Du mit einer anderen App, das ist ja völlig das bescheuert. Nervt. Das nervt, das ist echt ein Scheiß. Also Insta abstellen. Sowieso, aber ich finde, das ist, also wir bedienen ja auch alle vier Sachen sozusagen, also Homepage, Twitter, Facebook und Insta. Und ich finde, Insta ist mit Abstand am, also benutzerunfreundlichsten. Ja, um was einzustellen, am unfreundlichsten. Also um das zu gucken, ist es super, wisch, ist alles super. Aber um das einzustellen, das erste Mal, als ich es gemacht habe, ja, gib mal Passwort und so, ja, mache ich am Computer. Ja, geht nicht. Wie, geht nicht? Ja, geht nicht. Das geht nur für Firmen. Du musst es halt auf deinem Handy machen. Du bist bescheuert. Ja, aber es ist halt eine mobile Plattform. Ja, aber das ist doch kacke. Ich dachte, ich wusste erst nicht, ob du über Instagram oder über Tinder sprichst. Ja. Damit sind wir schon direkt. Was ist das jetzt genau? Dafür sind wir beide schon so lange verheiratet, aber da gibt's sowas. Das ist das nächste Thema. Damit wir es nicht benutzen? Oder? Ja, das heißt Ehering. Guckt ihr euch dann andere Medien auch an? Also jetzt, ich erwarte jetzt nicht, dass ich Jörn Kreuzer demnächst bei Musical.ly singen höre. Ab jetzt erwarte ich es natürlich schon ein bisschen, aber guckt euch andere Medien an, andere Netzwerke, um die bedienen zu können, wenn ihr sagt, das ist groß genug, oder ist das erstmal, dass ihr sagt, das ist die Kernkompetenz und da bleiben wir bei? Also TikTok bei uns ist ja irgendwie immer eine Ressourcenfrage. Mhm. Ja, das muss man einfach sehen. Jetzt auch die Hinzunahme des WhatsApp-Messengers hat uns tatsächlich dann schon vor relativ große Herausforderungen gestellt. Deswegen ist der Kollege da jetzt mit 20 Stunden erstmal eingestiegen und wir hoffen, dass wir das dann irgendwie perspektivisch dann noch steigern können. Je mehr da halt reinkommt, weil dann natürlich das Community Management, wenn ich einen Chat anbiete, erwarte ich dann halt eben auch wie in meinem normalen Handling mit WhatsApp, dass ich, wenn ich dann mal eine Frage stelle, auch eine relativ schnelle Antwort bekomme. Deswegen sind wir da halt... Außer mir offensichtlich. Ja, also wir gucken, wir können nicht alles beantworten, das kommunizieren wir da auch irgendwie, aber so ein paar Dinge versuchen wir halt schon im Rahmen unserer Möglichkeiten halt zu machen. Und wir sind momentan eher so, auch personell so aufgestellt, dass wir sagen, das, was wir haben, versuchen wir gut zu machen. Aber wir machen jetzt nicht noch, wir hatten noch überlegt, machen wir Snapchat, ja, nein, was bringt uns das nicht? Und haben uns erstmal dagegen entschieden, irgendwie, weil wir die ganzen Story-Geschichten, wie jetzt zum Beispiel bei Instagram, das gibt es bei Facebook auch und so weiter und so fort, irgendwie hat man da halt auch mit drin und ja, wir haben einfach gesagt, wir machen das nicht. So.
Und wir sind jetzt ja noch, was die Internationalisierung angeht im Verein, noch nicht so weit, dass wir uns sozusagen mit den asiatischen Facebooks und diesen Dingen halt dann so großartig auseinandersetzen müssen. Also da sind wir noch so ein bisschen, da haben wir noch nicht so irgendwie. Also deswegen ist jetzt erstmal nicht weiter vorgesehen, noch irgendwas anderes zu machen, sondern erstmal die Kanäle zu bespielen, die wir halt haben. Und da haben wir ehrlicherweise auch genug mit zu tun. Ne? Also auch wenn wir Club-TV angucken, da sind wir total ausbaufähig noch irgendwie. Ne? Also da können wir noch versuchen, Ressourcen reinzugeben, um da das dann auch tatsächlich noch auf ein noch besseres Niveau zu bringen. Wenn du über Feedback an Nutzer redest, macht ihr das komplett manuell oder nutzt ihr da auch Bots oder gegebenenfalls inzwischen auch schon irgendwie AI-Plattformen gibt es ja inzwischen auch schon? Alles manuell. Okay, das ist wirklich komplett manuell, deswegen. Also der WhatsApp-Messenger verwendet halt auch Bots teilweise irgendwie, ne? Also hier, wenn du Statistik haben willst, gibst du Statistik ein, wenn du eine Tabelle haben willst, gibst du das, wenn du wissen willst, vom Stadion kommst, gibst du Antwort ein und so, also das ist so, aber bei den anderen Sachen sind wir halt da noch händisch unterwegs. Witzig wäre es, wenn der Werkstudent oder die freie Kraft dann Manuel heißen würde. Wir machen alles Manuel. Oh. Dring, mach dir nochmal so einen Ron. Da ist doch was drin. Ja, deswegen. Eieiei. Zweite Frage von Frau Elo. Wie ist die Medienarbeit ausgerichtet in Bezug auf vereinsfremde Fans, aktive Fanszene? Habt ihr da so eine Art Masterplan, also so eine Zielgruppenvorstellung? Wollt ihr Leute gewinnen für den Verein? Wollt ihr die Leute, die da sind, behalten? Wollt ihr die informieren? Wie ist da so? Wer ist euer Kunde in dem Sinne? Sind das alle? Also am Ende ist es ja so, es gibt ja verschiedenste Marktforschungsuntersuchungen. Der eine besagt, es gibt 19 Millionen FC St. Pauli-Sympathisanten in Deutschland. Es gibt 5 Millionen St. Pauli-Fans. Wir differenzieren zwischen Sympathisant und Fan. Dann gibt es irgendwo, wir sind der beliebteste Zweitverein irgendwie und so weiter und so fort. Von daher richtet sich unser Angebot natürlich nicht kleinteilig klientelpolitisch nur an die, ich sage jetzt einfach mal, 400 Leute sehr aktive Fanszene, sondern dann natürlich schon eher an den großen St. Pauli-Kosmos, dem wir da die Informationen zur Verfügung stellen wollen, die dieser Verein halt hat. Was so Aussteuerungsthemen angeht, gucken wir natürlich schon, dass wir bei verschiedenen Sachen dann Dinge halt auch mit unterstützen. Ne? Wie jetzt, also wir hatten ja zum Beispiel eine Anfrage, inwieweit wir bei Twitter, inwieweit wir der braun-weißen Hilfe folgen könnten. Irgendwie. Haben wir natürlich gemacht. So, also da gucken wir schon, dass wir hier in dem, ich sage jetzt mal, Nukleus sozusagen uns bewegen und da halt irgendwie gucken, wie können wir da auch unterstützen, auch mit Reichweite möglicherweise da irgendwie helfen und so weiter und so fort. Aber es ist natürlich schon auch darauf angelegt, irgendwie Leute für den Verein zu interessieren, für den Verein auch zu begeistern. Und da ist es natürlich inhaltlich immer so ein, ich will nicht sagen, ein Gemischtwarenladen, aber da gucken wir schon, natürlich geht es in erster Linie um Profifußball, aber es geht natürlich auch um Werte, um Haltung, um politisch sein, um auch mal dagegen zu sein und so weiter und so fort. Und das versuchen wir sozusagen in die redaktionelle Planung halt damit aufzunehmen. Mhm. Noch eine Hörerinnenfrage. Sarah Maria, Beautiful Beat auf Twitter, fragt, wie unterscheidet sich die Medienarbeit von der anderer Vereine? Jetzt hast du eine Zeit lang bei Schalke gearbeitet, Anne eine Zeit lang bei RB. Jörn verfolgt bestimmt intensiv den KSC. Ja. Inwieweit ist der FC St. Pauli da denn anders? Ist immer gut, an mehrere Leute gleichzeitig eine Frage zu stellen, wenn ich meine. Also, es ist natürlich so, dass wir in ein paar Punkten ähnlich bis gleich sind. Wenn es um Berichterstattung um die Mannschaft geht, erfinden wir das Rad wahrscheinlich nicht zwingend neu. Wenn wir die Insta-Story vom Spieltag machen, ist es wahrscheinlich vergleichbarer mit den anderen Vereinen oder Trainingsberichterstattung oder so. Da sind wir auch nicht hundertprozentig mit zufrieden, was wir da anbieten. Das wollen wir auch irgendwie noch anders machen, aber da sind wir gerade in so einem Selbstüberprüfungsprozess. Da sind wir noch mal so ein bisschen, also das müssen wir noch mal sehen. Was, glaube ich, ganz gut gezeigt hat, was wir anders machen oder wie wir anders machen, war die USA-Tour.
wenn man sich sozusagen die Berichterstattung über die sozialen Netzwerke da anschaut und das vergleicht mit anderen Clubs, da hat man, glaube ich, schon ein Stück weit Andersartigkeit erlebt, was natürlich auch in der Andersartigkeit des Programms zu finden war und so weiter und so fort. Und das ist sozusagen der große Unterschied. Wir bespielen Themen, die andere nicht bespielen. Wir waren bei der Bundestagswahl, bei der letzten, der erste und auch für ja, etwas längere Zeit an dem Abend der einzige Verein, nur Borussia Dortmund hat danach gezogen, der sich politisch zu diesem Ergebnis geäußert hat. Der gesagt hat, irgendwie jetzt müssen wir erst recht alle zusammenstehen, kein Fußball den Faschisten und so weiter und so fort. Irgendwie klares politisches Statement. Und das gibt es halt bei anderen Vereinen in der Art nicht. Und da unterscheiden wir uns halt natürlich auch in unserer Arbeit, weil wir uns mit Themen auseinandersetzen, mit denen sich andere Leute nicht auseinandersetzen müssen. Also wenn ich das jetzt aus Schalke-Sicht sagen kann. Wollen vielleicht auch, oder? Wollen wahrscheinlich. Das Thema Gazprom, als die quasi an den Start gegangen sind, ist das in der Fanszene einmal kurz so, oh, das finden wir jetzt aber blöd, ach, wir bringen richtig Kohle, ja cool, dann geht das international irgendwie weiter. Also da hielten sich Proteste, die hier, glaube ich, bis heute nicht aufgehört hätten, die hielten sich total in Grenzen. Und die machen halt auch eine ganz klare fußballorientierte Berichterstattung. Da steht der Spieltag im Mittelpunkt, die Spieler stehen im Mittelpunkt und so weiter und so fort. Und hier ist der Themenkanon, der von uns bearbeitet wird, sozusagen sehr viel umfangreicher. Jetzt hat natürlich jeder CSR und jeder hat eine Stiftung und jeder macht dann auch irgendwie gute Sachen und so weiter und so fort. Aber die politische Komponente, die findest du bei so vielen Vereinen halt nicht so ausgeprägt, wie es bei uns ist. Haben denn alle Vereine diese Kanäle auch? Also haben alle Facebook, Twitter und Insta? Ja, schon. Und haben die auch noch andere Sachen? Zum Teil. Zum Teil schon, ja. Nämlich? Also gerade die ganz Großen hier, also die Bayern haben zum Beispiel, die haben ja quasi unter anderem ein Büro in Shanghai, wo dann, da bin ich jetzt ehrlicherweise nicht so total drin, irgendwie wie halt die Facebooks und Instagrams in Japan heißen oder so. Also da gibt es halt auch soziale Netzwerke. Es gibt ein großes russisches Netzwerk, was halt von dem einen oder anderen Club noch genutzt wird. Und so, das ist halt eben je nach Größe und Internationalisierungsgrad, davon hängt das dann so ein bisschen ab. Und auch wie welche Sachen bespielt werden. Ne? Also in Schalke war es zum Beispiel so, dass sie, bei Facebook konnte man Seiten einrichten in verschiedenen Sprachen. Also das jetzt sagen wir, irgendwie hier gibt es die englischsprachige, da gibt es die spanischsprachige und so weiter und so fort. Das heißt, wenn du dann in einem spanischsprachigen Land warst und dann FC Schalke 04 bei Facebook eingegeben hast, bist du auf der spanischen Seite gelandet. So, dann haben die aber auch geguckt, irgendwie, dass da am besten auch ganz viele Fotos von spanischsprachigen Spielern drauf sind, weil das ja Zielgruppe ist. Irgendwie. Oder dass sie, als sie einen japanischen Spieler hatten, die japanische Seite hatten und dann war der Kollege Atsuto Ushida halt auch relativ oft auf den Bildern da zu sehen, um da quasi Leute hinzuziehen und so weiter und so fort. Ne? Das bedarf natürlich einem immensen redaktionellen Aufwand, Ressourcenaufwand und so. Und das kannst du halt als Zweitligist dann halt nicht machen. Ne? Nur damit ihr den Vergleich habt, der große FC Schalke, 26 Leute Medienabteilung, der FC St. Pauli 6. Fest. Dafür macht ihr das gar nicht so schlecht. Siehst du? Als mäßiger Zweitligist. Würdest du, also ich, klar, alle Köpfe einer Abteilung sagen wahrscheinlich, ich brauche noch 2 bis 8 Leute. Also, aber würdest du sagen, ihr braucht noch mehr Leute, um das zu bespielen, was ihr jetzt bespielt? Oder auch mit denen sagen, ihr habt ja auch gesagt, da wünsche ich mir noch ein bisschen mehr. Oder hier wollen wir vielleicht auch mal strategischer denken, wo wir eigentlich genau hinwollen in Trainingsberichterstattung oder so, hast du das gesagt. Da seid ihr auch nicht zufrieden. Ist da auch nicht die Kapazität da, um euch da mehr Gedanken zu machen, wie ihr es denn, jetzt will ich gar nicht besser sagen, aber anders machen wollt? Also fehlt das auch, weil ihr eben mit 6 Leuten halt völlig, wenn ich jetzt höre, ihr müsst 4 oder mit WhatsApp 5 Sachen bespielen, mit 6 Leuten, kann ich mir ungefähr vorstellen. Ja, Website ist ja auch noch. Genau, das war das 4. Genau, ja, genau. Also du bist halt schon, also am Ende ist die Komplexität der Themen, die sich jetzt auch im Verein ergeben haben. Ne? Also Eigenvermarktung ist ein Riesenthema, was sich auch quasi auf uns dann wieder auswirkt, was sich auf die Struktur im Laden auswirkt. Kommen da neue Kollegen rein und so weiter und so fort. Das ist zum Beispiel ein Thema, was mich jetzt in den letzten 9 Monaten relativ stark zeitlich eingebunden hat. Ja, weil wir dann irgendwie hier über Struktursachen gesprochen haben. Wie können wir wen dann einbinden? Wann geht was los? Und so weiter und so fort. Was hat das für Auswirkungen? Wie sind die Schnittstellen? Was muss man da synergetisch machen? Und so weiter und so weiter. Das Thema Digitalisierung
ist ja nicht nur, oh, wir haben jetzt einen Facebook-Kanal oder wir haben einen Instagram-Kanal oder wir machen Twitter, sondern das hat dann ja irgendwann auch mal eine Dimension, dass du das irgendwann ja auch mal reporten willst. Was heißt denn das dann eigentlich? Was haben wir eigentlich für Reichweiten und so? Ne? Wir arbeiten mit, zum Beispiel mit einem Tool, das halt rausfiltert, wenn Mike da jetzt durchs Bild laufen würde, würde der halt scannen, alles klar, das ist der Sportartikelhersteller, der ist 40 Sekunden zu sehen, das wird mit Faktor X mal genommen. In dieser Sequenz hat das einen Werbewert von X. Das heißt, dem Partner kann man sagen, ey, ganz ehrlich, dafür, dass der da durchs Bild gelaufen ist, hast du irgendwie eine Werbeleistung von 10.000 Euro bekommen. So, das heißt, wir beschäftigen uns eigentlich nicht nur mit redaktionellen Themen hier, sondern auch damit, wie werden denn die ganzen Themen, die wir hier bearbeiten, rezipiert. Die Leute wollen halt nicht nur mehr digitale Reichweite haben, sondern wollen viel mehr Interaktion haben. Was heißt denn das für uns jetzt? Das heißt, nicht nur irgendwelche Posts rausschicken, sondern am besten, ey, machen wir ein Quiz. Hier machen wir mal irgendwie, bei Insta ist ja ganz oft hier, wie gefällt dir das? Und dann kannst du dann dein Herzchen, Smiley nach links oder nach rechts schieben und so. Und da sind wir also in einem permanenten Prozess irgendwie, wie man sich da halt weiterentwickeln muss. Ne? Und dafür dann noch Zeit zu finden, zu sagen, oh, eigentlich müssen wir uns irgendwie mal als Team hinsetzen und müssen mal sagen, was wird denn eigentlich gelesen und was nicht? Wir haben jetzt zum Glück eine Werkstudentin hier, die Anna, die wertet gerade aus, die hat so einen exemplarischen Monat genommen und guckt irgendwie, wie viele Artikel habt ihr gemacht? Wie ist das eigentlich gelesen worden? Müssen wir das eigentlich dann so weitermachen? Und hat das gleich für Social Media halt auch gemacht, um auszuwerten und so weiter und so fort. Und da sind wir jetzt gerade auch bei, zu gucken, wie stellen wir uns da eigentlich nochmal besser und neuer und anders auf. So. Also wie viele Leute brauchst du mehr, um dich von der Frage zu drücken? Also mir würde jetzt im ersten Schritt erstmal helfen, von den, die wir hier haben, die uns quasi so unterstützen, wenn die Vollzeit da wären, wäre das schon mal ein totaler Gewinn. Weil wenn du dich umdrehst, ne? Ja, und mach ich jetzt. Tafel guckst mit den Überstunden. Da fehlt hinter dem Überstunden noch der Begriff Tage. Und dann bist du ungefähr bei dem Stand, den wir jetzt so angesammelt haben im Team. Und das ist halt irgendwie, keine Ahnung, das wisst ihr ja selber auch. Wenn ihr nach Fürth fahrt, sonntags, 4.56 Uhr in Zug, 4.15 Uhr geht's los, 23 Uhr irgendwas wieder zu Hause. Nächsten Tag ist Auslaufen irgendwie. Mit Trainerrunde, drei Leute am Start, Wochenende. Also das sind halt so die Sachen, das läppert sich dann halt irgendwie. Ne? Und dann kommst du dann irgendwann und denkst, oh, haben wir im Piepen hier 170 Tage plus irgendwie. Das könnten wir vielleicht, also einen können wir noch mehr gebrauchen. Habt ihr deswegen so kleine Schreibtische, weil ihr immer unterwegs seid? Das sind so Reiseschreibtische, die kannst du einpacken. Aufblasbar, ne? Die kannst du hier, die passen in so eine Laptop-Tasche. Mit Laptop aber. Ja, klar. Und sind Mensch, auch ganz schlecht. Das spart Reisekosten. Ihr hattet jetzt alle ein bisschen viel Odessa, kann sein. Ich bin schon mal im UNN. Letzte Frage zum Thema Social Media und da vielleicht eher von euch dann ein Appell oder eine Antwort, nämlich vom User Frontzecker auf Twitter. Auf Twitter hat man den Eindruck, dass Fragen von Fans selten oder gar nicht beantwortet werden. Dies entspricht nicht den Gedanken eines sozialen Netzwerks, welches die Möglichkeit zu Informationsaustausch und Beziehungsaufbau bietet. Warum nutzt der FC St. Pauli dies nicht zur Kommunikation? Muss bei WhatsApp fragen, hier habe ich gelernt. Das muss man machen. Kriegt ihr solche Rückmeldungen häufiger? Ist das bei ihm jetzt eine Wahrnehmung, die sich mit dem, was ihr sonst gespiegelt bekommt, deckt oder eher nicht? Erstaunt euch das jetzt völlig? Also mich hat es ein Stück weit überrascht, weil ich schon bemüht bin, die Twitter-Fragen, die an den @FC St. Pauli gestellt werden, zu beantworten, so gut es geht und soweit ich die beantworten kann, beziehungsweise eben einen Ansprechpartner an die Hand zu geben. Was sicherlich richtig ist, dass ich persönlich gerne mal öfter das Gespräch suchen würde mit Fans. Also wenn es, keine Ahnung, um Aktionen geht wie 1910 Smiles of Mats oder so, dass man da mehr interagiert. Aber das ist oftmals auch eine Ressourcenabwägung, je nachdem, wie oft man an die Column muss. Fällt halt dann das Gesamtpaket fürs Community-Management an einem Tag mal mehr aus und mal ein bisschen geringer. Aber grundsätzlich mache ich das schon gern. Wobei, wenn man natürlich ein Gespräch mit Fans eröffnet, was jetzt so ein Nebenthema ist, sage ich mal, muss man sich natürlich auch genau überlegen, ob man jetzt die Zeit konkret dafür hat. Weil ich will dann nicht als Verein eine Antwort geben und dann bin ich raus, weil, oh, sorry, ich muss zum Interview weiter.
Aber grundsätzlich direkte Fragen, die uns gestellt werden, die beantworte ich oder die beantworten wir im Team schon so gut es geht. Daran anschließend vielleicht, ich habe in letzter Zeit den Eindruck, dass der Twitter-Account stärker bunte Themen spielt, also ein bisschen weg oder ergänzend zu diesem Informationsthema. Auch irgendwie, dass ich eher mal mitkriege, dass auf Zitate von FC St. Pauli-Tweets eingegangen wird, die halt keinen informativen Mehrwert haben, sondern wo es eher so ein bisschen um, platt gesagt, rumkaspern geht, also eher so ein bisschen Community-Bespaßung vielleicht. Täuscht mich das, weil es einfach nur, weil ich es vielleicht mehr wahrnehme, oder ist das irgendwie bewusste Strategie? Naja, ich habe es ja gerade gesagt, grundsätzlich täuscht es es erstmal nicht. Also ich würde es, wenn es gehen würde, viel mehr gern, dass es quasi ein Dauerzustand ist, aber es hängt auch, wie gesagt, immer relativ viel davon ab, ob jetzt die Zeit da ist oder nicht. Also grundsätzlich mache ich das sehr gern und da bin ich auch absoluter Fan von. Wahrscheinlich liegt es auch daran, weil ich Twitter privat sehr gern nutze. Aber ja klar, bunte Themen haben immer Platz. Grundsätzlich. Nur sich damit dann intensiver zu beschäftigen, dafür muss eben dann die Zeit da sein, sage ich mal. Ist das eine Ausnahme gewesen, dass dieser zum Beispiel in 1910 Smiles of Mats, das war ja tatsächlich auch dann toolübergreifend. Das konntet ihr natürlich aufgrund des Hashtags dann auch super bei Facebook und Instagram nutzen. Sucht man nach solchen Sachen? Also war das jetzt Zufall, dass das dann so gut ging, oder überlegt man sich sowas auch als Kampagne? Also Jörn hatte die Idee irgendwie dazu, das zu machen, und also am Ende des Tages irgendwie sind dann ja, also keine Ahnung, das war dann halt auch so ein bisschen ausprobieren irgendwie, ne? Also da kam die Idee und dann haben wir gesagt, dann machen wir es mal, und dann hat sich das halt als sehr, sehr, also wenn wir sagen würden, na klar, wir haben die Kampagne nächtelang ausgearbeitet. Monatelang Mats gebrieft, er muss immer... Ja, das glaube ich euch, weil der Hashtag ja am Anfang falsch war. Das genau, sind das keine 1910 Fotos, ne? Das ist, da fehlt noch was. Ja, oh, das ist korrekt. Entschuldige. Da hat aber quasi der Kollege Krückmeier, der hier mit am Tisch sitzt, ja auch die Latte hochgelegt, weil die 1000 wären ja sicher kein Problem gewesen. Naja, aber beim Hashtag habe ich gepennt, das muss ich ja mea culpa, Asche über mein Haupt. Haben wir ja gerettet, zusammen. Ja, das stimmt. Zusammen. Aber das war, wie gesagt, Zufall. Das war so eine, also eine Idee oder eine Schnapsidee, die schon länger so in mir so ein bisschen rumschwirrte, weil mir auch aufgefallen ist, dass er nicht nur auf diesen Zugfotos, die wir manchmal vor der Anreise posten, irgendwie immer selig lächelt, wenn er da in seinem Sessel sitzt. Aber dann ist mir halt spätestens im Duisburg-Spiel auch, habe ich gesehen, oh okay, dann nächstes Mal, dann Bielefeld, und dann habe ich irgendwann bei Witters geguckt, und da ergab sich dann schon zumindest bis Weihnachten Potenzial. Ein breites Portfolio. Und dann, ja, lief ja ganz gut, glaube ich. Okay. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Sauerstoffpause. So, zweiter Teil. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Themen noch. Gucken wir mal, ob wir die alle zeitlich auch unterbringen. Fangen wir mal an mit dem Rückblick auf etwas, was noch in der Hinrunde passiert ist, nämlich der Vorfall in Bielefeld. Kurz für die, die sich da nicht mehr so dran erinnern. Es war so, dass eine relativ große Gruppe St. Pauli-Fans von der Polizei vor Ort eingekesselt wurde. Und da über mehrere Stunden teilweise ohne Essen, ohne Getränke, ohne alles festgehalten wurde, auch aus diesem Kessel nicht raus konnte und so weiter. Da hat der Verein, ich zitiere das jetzt mal aus dem Gedächtnis heraus, sich auf Twitter direkt nach Spielschluss geäußert, aber halt nicht während des Spiels. Und es gab dann unter anderem beim Magischen FC auch ziemlich harte Kritik daran. Justus und ich haben in der letzten Sendung da schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, wie wir das sehen. Frage jetzt von Kersti: Gab es irgendwelche leeren Konsequenzen aus der gerechtfertigten Kritik am Umgang der Medienabteilung mit den Ereignissen rund um das Spiel in Bielefeld letzten November? Wie sah denn da eure Manöverkritik aus, oder wie seht ihr das heute? Würdet ihr das wieder so machen? Würdet ihr irgendwas ändern? Also am Ende würde ich sagen, dass wir in der Situation in Bielefeld sicherlich
hätten, was das Deskriptive im Stadion angeht, hätten wir mehr machen können. Also wir hätten beschreiben können, Block leert sich irgendwie aus Gründen, die man dann versucht irgendwie näher zu benennen, ohne da konkret zu werden, weil das war das eigentliche Problem, was wir in Bielefeld hatten. Ich hatte mit Justus ja Kontakt und da war halt aufgrund der Gemengelage nicht ersichtlich, was ist jetzt eigentlich da genau passiert. Also da gab es dann von irgendjemand hat geraucht, über es hat dann möglicherweise eine Schubserei gegeben, möglicherweise waren Bielefeld-Fans mit dem Zug, möglicherweise, was weiß ich, Schlägerei im Gleis und so weiter und so fort. Also eine zu dem Zeitpunkt relativ diffuse Lage, zwar dann am Ende mit dem Ergebnis, dass die polizeilichen Maßnahmen dann am Bahnhof Bielefeld ergriffen worden sind, aber eben nicht für uns als Verein so klar und eindeutig zu formulieren, dass man sagen kann, irgendwie das und das ist passiert und wir können uns auf jeden Fall sofort solidarisch erklären oder wir können dies und das und jenes machen irgendwie, weil keine Ahnung, es konnte mir niemand zu dem Zeitpunkt sagen, ob nicht möglicherweise ein St. Pauli-Fan aus nichtigen Gründen einen Polizisten aufs Maul gehauen hat. Und das sozusagen der Auslöser für die ganze Geschichte gewesen ist. So. Und dann sind Sachen ja nochmal wieder anders zu bewerten, als wenn es sozusagen andersrum passiert wäre oder so. Deswegen die Entscheidung, nach dem Spiel mit ein bisschen mehr Informationen noch einen, ich will nicht sagen verhältnismäßig neutralen Post, aber schon, wir haben das registriert, da ist was passiert, was nicht geil war. Und dann stehen lassen und dann bestand die Rückfahrt, die wir hatten, halt daraus, weiß nicht, mit Leuten aus der Fanszene zu telefonieren, mit Leuten aus dem Verein zu telefonieren, um die weiteren Schritte quasi zu besprechen. Und daraus hat sich dann ergeben, dass am nächsten Tag, glaube ich, direkt war das ja, hier Christiane Hollander Fanladen zusammengesetzt haben und wo wir dann quasi gemeinschaftlich, ich meine, Braun-Weiß-Hilfe war ja auch mit, oder kam die später erst? Also auf jeden Fall haben wir sozusagen gemeinschaftlich dann eine Stellungnahme geschrieben, weil dann halt irgendwie sich ein Gesamtbild ergeben hat. Ja, so. Wenn man das jetzt sozusagen mal vergleicht mit einem anderen Zwischenfall, den es ja auch gegeben hat beim Spiel gegen Dresden, als jemand während des Spiels sichtbar für alle behandelt werden musste, weil dann hatte jemand halt einen Herzinfarkt, da haben wir es halt anders gemacht, weil die Informationslage eine ganz andere war. Da konnte ich Sven Brux anrufen, der quasi als Sicherheitschef hier im Stadion direkte Verbindung zur Einsatzleitung Sanität hatte. Die kam ihm und sagte, pass auf, da ist ein Mann zusammengebrochen, der muss reanimiert werden, deswegen ist das jetzt so, wie es ist. Und da haben wir dann, ich weiß nicht, Jörn hatte das vorhin nochmal gesagt, ich glaube, 4 oder 5 Posts von da ist was bis zum Spielabpfiff irgendwie gepostet, haben im Anschluss nochmal irgendwie, sind wir nochmal drauf eingegangen. Ich habe dann am Sonntag mit dem Sohn desjenigen, der da halt zusammengebrochen ist, telefoniert, haben da nochmal geschrieben, aber da war die Situation, dass wir eine ganz andere Informationslage hatten. Und da muss man uns dann möglicherweise auch zugestehen als Verein, dass wir ein öffentliches Organ sozusagen sind dann vom Club. Also wenn wir dann Sachen veröffentlichen, die stehen dann erstmal und die können dann sozusagen auch als das genommen werden, was es dann ist, nämlich ein offizielles Statement des Vereins. Und da ist es dann manchmal so ein bisschen schwierig, irgendwie sich dann auf aber bei Twitter haben das ja alle schon geschrieben. Mhm. Ja, und da zitiert dann der eine den anderen und so hundertprozentig ist ja immer noch nicht so ganz klar und so weiter. Und dann widersprachen sich dann möglicherweise auch gewisse Sachen und so. Und das macht es dann halt total komplex und schwierig. Ja, für uns war das ehrlicherweise, war das auch harter Stoff. Also weil wir da schon massiv angegangen worden sind, ne? Also der Kollege, der Twitter gemacht hat an dem Tag irgendwie, den hat das schon beschäftigt, weil es einfach eine direkte, also am Ende des Tages steht da jetzt nicht irgendwie Jörn Kreuzer, Christoph Pieper oder Lennart Förster, Anne Kunze irgendwie, ihr habt ja jetzt Scheiße gebaut, aber der Typ, der den Twitter-Account macht oder die Frau, die den Twitter-Account macht, hat Scheiße gebaut. So, und das zieht er sich natürlich auch persönlich an und der macht das halt nach bestem Wissen und Gewissen und das ist dann halt irgendwie so... so schwierig, weißt du, und wenn du dann irgendwie hinterher dann hörst, ja eigentlich hätte ja einer von euch irgendwie dann direkt zum Bahnhof gehen müssen, um da direkt zu berichten. Da denke ich, ja, in einer ganz idealen Welt hätte das möglicherweise jemand machen können, aber dann hättest du dem Trainer sagen können, dass die rote Karte, die es gegeben hat, gar keine war, weil du hast ja im Fernsehen nochmal gesehen, in der Wiederholung, dass er den gar nicht getroffen hat oder was weiß ich, weißt du, also wir haben ja auch noch andere Aufgaben am Spieltag dann sozusagen wahrzunehmen und Dingen nachzukommen und so weiter und so fort, also das ist wirklich dann so ein bisschen
wir können mit Kritik umgehen und wie gesagt, wir hätten das auch besser beschreiben können noch, dass da Sachen passiert sind sozusagen, die dazu geführt haben, dass die Leute aus dem Blog gegangen sind oder dass es keinen Support gegeben hat und so, das ja, aber ich fand dann, und das ist natürlich auch so ein bisschen das Problem bei sozialen Medien, ich kann es ja erstmal rausschrauben, ich kann ja erstmal raushauen, was geht und wenn du dann am Ende des Tages irgendwie Posts liest von Leuten, die sich quasi den ganzen Tag daran abgearbeitet haben, wo dann drin steht, boah, den ganzen Tag nur gehatet, aber keiner hat mich irgendwie entliked, irgendwie ganz geil, dann tue ich mich auch manchmal so ein bisschen schwer und frage mich, was ist denn jetzt eigentlich, also wofür macht man das dann, weißt du? Also wie ist denn das ganz konkret am Spieltag? Wie viele Leute bedienen denn welches Medium bei euch da? Also jetzt gerade vielleicht auch unterschiedlich heim und auswärts. Also auswärts sind wir 4, 2 fahren mit, 2 sind zu Hause. Und dann wird aufgeteilt. Ja. Also ich, gerade für Bielefeld kann man sagen, dass die Gemengelage halt dann auch aufgrund der, wie soll man sagen, der Begleitumstände so ein bisschen komplexer wurde auch. Nicht nur aufgrund des Polizeikessels am Bahnhof. Es ist dann halt so, wir hatten damals WhatsApp beispielsweise in der Beta-Version. Ich war der Einzige, der am Spieltag eingeteilt war, der WhatsApp schon bedienen konnte. Ich war aber im Stadion und musste WhatsApp machen und hatte beispielsweise am Anfang des Spiels Twitter gar nicht auf. Es ist normal der Idealfall, dass einer mitfährt, der dann auch Twitter von vor Ort macht, gerade um auch Stimmungen aufzunehmen und so weiter und so fort. Das war halt blöderweise an dem Tag eben nicht der Fall. Das war dann Lennart, der in Hamburg saß und dann peu à peu über Twitter eben mitbekommen hat, dass eben die Stimmung, sage ich mal, auf Twitter auch am Eskalieren ist. Dann kam eben hinzu, wenn man jetzt bei normalen Spieltagsdingen ist, dass die Internetleitung auch nicht so stabil war. Sprich, ich musste aus dem Stadion-Innenraum auch immer öfter mal in den Presseraum an dem Tag, sage ich mal. Und das sind dann so Begleitumstände. Und Christoph sitzt normal am Spielfeldrand, direkt am sportlichen Bereich. Und das sind dann eben so Begleitumstände, die beim Auswärtsspiel quasi auch die kommunikative Abstimmung untereinander so ein bisschen komplizierter machen. Also da gibt es jetzt kein, Mastermind-Team, das irgendwo in einem kleinen Kommandoraum sitzt zu dritt und dann darüber über Dinge abbestimmt. Das funktioniert nicht und das war eben nicht der Fall. Und diese Begleitumstände kamen da eben noch dazu. Ansonsten ist es so, fangen wir vielleicht mit Auswärtsspielen an. Wir fahren quasi am Spieltag selbst hin meistens. Der 4.56 Uhr ICE wurde schon öfter erwähnt. Also mit dem kann man mehr oder weniger jedes Auswärtsspiel im Süden Deutschlands rechtzeitig erreichen. Mit rechtzeitig ist bei uns ungefähr 1,5 Stunden vor Spielbeginn gemeint. Dann checken wir erstmal die Lage aus, die Kabine, machen da Fotos für Social Media oder also für Instagram Story und Twitter, die ja an dem Tag eher so das Live-Moment transportieren wollen, sage ich mal, dann ist es eben Aufgabe, die eine Grafik für die Aufstellung zu bauen. Die geht dann 1 Stunde vor Spielbeginn meistens online. Und was heißt meistens immer online? Und dann begleiten wir eben das Aufwärmen vor Ort, verteilen da die Fotos. Also entweder der vor Ort ist, verwertet sie direkt oder wir schicken sie eben weiter an den, der zu Hause ist. Es kommt immer drauf an, wer was übernimmt. Und im Normalfall arbeiten wir dann zu zweit an den Social-Media-Kanälen und einer kümmert sich eben noch um die Homepage. Und ansonsten hat Christoph eben das Organisatorische rund um das Spiel zu verantworten und nimmt uns da auch mit ins Boot, beziehungsweise oder wenn Anne dabei ist, der konkret vor Ort ist an dem Tag, sprich Spieler nach dem Spiel zum Journalisten begleiten, selber Material sammeln für die Social-Media-Kanäle. Wir haben jetzt mit WhatsApp nochmal ein bisschen einen anderen Schnack mit reingekommen, weil wir eben Tonspuren da nutzen können beispielsweise. Die nehmen wir dann auch auf, die müssen dann zugeschnitten werden und rausgesendet werden. Und genau am Ende des Spiels steht dann eben die PK beispielsweise. Oder genau, und die werden wir im Idealfall streamen, die wir live auf Facebook und vertwittern sie eben. Ja. Eigentlich 2 Fragen. Einmal nochmal zurück nach Bielefeld. Du hast ja eben schon gesagt, ihr versucht irgendwie Fakten zu twittern oder zu kommunizieren. Und ich sage mal, je vager es wird, desto schwieriger wird es, das dann irgendwie aufzugreifen. In der Retrospektive hätte man die Informationen, dass es da diesen Kessel gab, denn irgendwie aufgreifen können oder wäre euch das schon zu heikel gewesen?
haben wir erstmal von polizeilichen Maßnahmen gesprochen. Wir hatten natürlich noch, also zu dem Zeitpunkt noch keine Info. Also wir wussten über den Fanladen, dass es da sozusagen zu polizeilichen Maßnahmen gekommen ist, dass die Leute da auch gekesselt sind. Wieder aber jetzt sozusagen die Umstände waren, keine Getränke rein, kein Essen rein, keiner raus, nur mit Perso raus und so weiter und so fort. Das war uns zu dem Zeitpunkt nicht klar. Und also das Problem ist halt irgendwie, hätten wir, also je genauer die Informationen gewesen wären, die wir hätten bekommen können, hätten wir da sicherlich auch mehr machen können. Hatten wir aber nicht, und da bin ich dann ehrlicherweise, habe ich das ja zu verantworten, schlussendlich. Da habe ich dann eher, dass ich sage, okay, dann belassen wir es bei einem Abschlusstweet irgendwie, wo wir sagen, irgendwie wir solidarisieren uns mit den Leuten, die da irgendwie der polizeilichen Maßnahmen unterlegen waren, fanden wir nicht geil und so weiter und so fort. Aber solange wir die Gesamtlage nicht hundertprozentig einschätzen können, würde ich da keinen Tweet rausgeben. Okay. Andere Frage ist, was mir bei den Pressekonferenzen immer wieder auffällt, ihr fasst die ja zusammen, beziehungsweise versucht es auf Twitter irgendwie dann in ja, so Häppchen quasi zu zitieren. Warum gibt es da eigentlich kein Live-Footage oder übersehe ich das nur? Also jetzt tatsächlich als Video oder ist das ein rechte Ding? Du meinst jetzt konkret nach dem Spiel? Genau. Ja, das funktioniert ja grundsätzlich mit Periscope oder einem anderen Anbieter und gerade jetzt für Auswärtsspiele muss man sagen, dass wir das aufgrund der Geräte einfach nicht leisten können. Mhm. Und da haben wir uns eben für Facebook live entschieden als Kanal, wo wir es aussenden. Okay, aber dann übersehe ich Facebook live bisher. Genau, also da gucken wir, dass wir die PKs sozusagen ausspielen. Klar, Sound ist manchmal schlecht und so. Irgendwie versuchen wir alles noch zu optimieren. Neues Equipment ist, glaube ich, schon bestellt dafür irgendwie. Und dann macht halt einer Facebook live und einer twittert dann die Sachen, die dann halt zu twittern. Genau. Was man vielleicht noch zu Bielefeld sagen könnte, nach der PK steht eben dann für uns vor Ort, beziehungsweise mit den Leuten zu Hause eben noch die Nachbereitung des Spiels an. Da kommt es natürlich immer darauf an, wie es gelaufen ist. Keine Ahnung, ob ein Spieler besonders rausstach, dass man da eben den nochmal speziell hervorhebt beispielsweise. Und in Bielefeld waren wir, glaube ich, nach dem Spiel auch Tabellenführer. Und ich meine, das Spiel wurde auch gewonnen. Und da haben wir dann beispielsweise bewusst darauf verzichtet, noch auf großes Twitter-Gedöns. Also da war die Kommunikation sehr eingeschränkt, hat sich eben auf die Tweets zu dem Polizeikessel beschränkt. Und nach der PK war auch Schluss. Und dann habe ich abends eben dann noch die Mannschaft eben gepostet mit den überkreuzten Fäusten, weil das für mich dann irgendwie als Tagesabschluss auch passend erschien. Die große Kritik, die ich mitgekriegt habe an dem Auftritt in Bielefeld oder an eurer Performance jetzt mal, war ja, dass quasi live sehr wenig Informationen über den Vereins-Account kam. Da hat Christoph irgendwie eben, fand ich, schon drauf reagiert. Also so, das ist so das, wo ich mich frage, wie kann man es denn besser machen in einer perfekten Welt mit habe ich jetzt auch keine Lösung, aber... Habe ich ehrlich gesagt auch nicht. Also am Ende, also das ist so nicht, wir hatten ja auch drüber geredet dann direkt danach und so, können wir uns noch besser abstimmen, können wir das noch besser besprechen, nur wir sind auch nur zwei Leute und können dann halt auch nicht immer an allen Orten gleichzeitig sein und alles irgendwie dann halt auch wissen. Keine Ahnung, ich habe dann im Nachgang erfahren, dass das, ich weiß nicht, Oke, glaube ich, auch im Blog war, zumindest eine Zeit lang. Irgendwie, das wusste ich aber halt auch nicht, dann hätte ich ihn auch irgendwie kontaktieren können und so. Und da muss man wahrscheinlich so ein bisschen gucken, wenn sowas halt ist, dass man da direkt irgendwie... Aber man kann halt auch keinen, also am Ende ist das Problem, das haben wir jetzt nicht. Wenn hier Spiel ist, weiß ich, wenn irgendwas passiert, rufe ich Sven an. Weil Sven derjenige ist, bei dem sozusagen alle sicherheitsrelevanten Themen zusammenlaufen. Der weiß, wenn ein Polizeieinsatz irgendwie draußen ist, der weiß, wenn hier ein Sani-Einsatz auf der Nord ist, der weiß, wenn irgendwas passiert. So, dann rufe ich ihn an, ist es relativ klar, relativ einfach, da kann man irgendwie auch gucken, krisenkommunikationstechnisch sagen, okay, das und das ist passiert und das machen wir. Das haben wir auswärts so nicht, weil Sven nicht immer dabei ist. Justus in dem Fall jetzt auch, glaube ich, nicht im Zug war. Nee, genau. Irgendwie zum Beispiel und dann halt auch nur das, was seine Kollegen wiederum reingespielt haben, so irgendwie weitergeben konnte. Ich jetzt zwar wusste, dass Oke vor Ort war, aber ich dachte, er wäre quasi normal auf der Tribüne und war nicht im Block und so ergeben sich dann halt irgendwie
keine griffigen Konzepte, dass man sagen kann, alles klar, immer dann, wenn ich nicht weiter weiß, rufe ich den Präsidenten an. Weil der ist immer im Block, der weiß, der ist genau am Puls und so, ist er halt dann nicht. Ne? Weil er A nicht immer dabei ist, B dann aber auch woanders ist und so weiter und so weiter. Das ist so das Ding. Also, dass man da so, dass es ein bisschen schwierig wird, da zu sagen, alles klar, wir haben diesen einen Fahrplan und der funktioniert immer. Justus. Ja, genau. Also, ich wollte nochmal auf das Gespräch mit Christoph im Nachhinein zurück, weil wir uns natürlich auch die Kritik beide sozusagen oder beide Abteilungen oder wie man das nennen will, auch angezogen haben. Und wir haben uns nochmal zusammengesetzt und auch halt überlegt, was könnte man besser machen. Aber so blöd sich das jetzt anhört, ist uns auch nicht so was richtig Gutes eingefallen, weil wir natürlich auch, also alle Leute, die da sind, auch irgendwie gerade in so einer Situation natürlich auch was zu tun haben. Also es war dann auch, hätte ich Christoph früher anrufen müssen und ihm das sagen müssen, aber ich hatte halt auch irgendwie, obwohl ich ja nicht am Bahnhof war, aber im Stadion war ja auch eine Menge los mit, die Leute wollen raus, werden aber nicht rausgelassen, ich muss mich mit Ordnern absabbeln, so, warum werden die Leute nicht rausgelassen, jeder darf doch rausgehen, wann er will, warum ist diese scheiß Tür zu, wenn die Leute von der Veranstaltung weggehen können, können sie auch weggehen, ich kann ja bei einem Konzert, wenn mir die Band nicht gewählt, auch irgendwie nach Hause gehen, so, was ist hier eigentlich los, dann werde ich zu der Polizei geschickt, werde von Pontius zu Pilatus irgendwie weitergereicht und muss mich da absammeln. Ich hatte in dem Moment auch einfach auch nicht den Kopf dafür und auch nicht die Zeit, irgendwie Christoph oder einen von euch irgendwie anzurufen und zu sagen, ey, pass mal auf, hier ist das und das los. Vielleicht müsst ihr das mal nach außen geben, weil ich auch wirklich nicht das Gefühl hatte, dass das jetzt ein dringendes Bedürfnis ist, dass 19 Millionen Sympathisanten oder wer auch immer, irgendwie darüber informiert werden müssen, was da jetzt los war. Wir mussten irgendwie die Leute, die halt da waren, irgendwie so verarzten und diese Situation irgendwie klären. Und da, das war mir deutlich wichtiger, als irgendwie mit Christoph zu telefonieren, der auch irgendwie, was hast du gesagt? Ich sitze hier gerade am Spielfeldrand, ich verstehe überhaupt kein Wort. So irgendwie, Tor. Genau, also überhaupt, dass ich überhaupt ein Handynetz hatte im Stadion, ist ja schon eher verwunderlich, dass wir da irgendwie das hätten viel besser machen können, indem wir irgendwie der Medienabteilung mehr Informationen geben könnten, die ja auch alle so, die beiden Kollegen von mir, die im Zug waren, ja auch irgendwie alle Hände voll zu tun hatten, irgendwie die Situation da halbwegs zu beruhigen. Und das natürlich wichtiger war, sich um die 200 bis 300 Leute, die da vor Ort waren, zu kümmern, als gleich Christoph anzurufen oder mich anzurufen und ich dann das kanalisiere oder wie auch immer. Das war halt einfach schlicht und ergreifend auch nicht machbar. Mike guckt mich. Johnny. Seitdem wir den tipp mich doch an, du sitzt neben mir. Seitdem wir den gleichen Bart haben, da hast du bei ihm auch nicht drauf reagiert. Doch. Du musst dreimal tippen, bevor du irgendwie reagiert hast. Seitdem wir den gleichen Bart haben und die gleiche Brille. Was heißt, weil ihr alles unter gleicher Bart läuft. Ne? Ihr habt auch die gleiche Brille, ne? Wir beide, oder? Ja. Was? So, nur erzähl mal. Den gleichen Erik. Ist denn, ich meine, in der Vergangenheit haben wir als Fans ja durchaus schon des Öfteren den Repressionsapparat, dann sage ich es jetzt mal, kennengelernt. Ist denn in der Vergangenheit das schon mal so vorgekommen, dass Ereignisse im Nachhinein so hochgekocht sind? Also, andersrum gesagt, mich als, das ist jetzt wieder eine Einzelmeinung, mich als Person, wenn ich betroffen bin von so einer Maßnahme, interessiert relativ wenig, ob 19 Millionen Sympathisanten das wissen oder nicht. Ich möchte gerne aus dieser Situation raus oder diese Situation gelöst bekommen. Und dann ist es mir auch relativ lax, ob das 10, 20 oder 25 Minuten später auf Twitter steht. Aber dass dieses Ereignis so hochkocht, wundert mich halt irgendwie so ein bisschen. Ist es denn schon mal vorgekommen, dass jemand sagte, meine Güte, jetzt sind wir in Darmstadt und müssen Bus fahren, statt zu Fuß zu gehen, das regt mich richtig auf, Verein, schreibt doch mal auf Twitter drüber. Naja, am Ende, ich weiß nicht genau, also ich nehme das so wahr, dass der Verein natürlich für viele auch eine riesen Projektionsfläche ist, irgendwie, wo man dann Sachen halt abladen kann. Ne? Also, ich glaube, dass es auch quasi ein Phänomen dieser sozialen Medien halt ist, dass man eben dann adressieren kann, ey, du Verein, mach doch mal was. Du als Verein, du musst das doch jetzt irgendwie mal regeln können. So, ne? Du musst doch jetzt irgendwie, das hatten wir ja auch nach dem Köln-Spiel, gab es ja auch wegen eines Vorfalls die Frage, Mensch, Verein, kannst du nicht dafür sorgen, dass wir alle sozusagen ein sicheres Stadionerlebnis haben und so weiter und so fort. Und da werden, naja, da werden halt Anforderungen an den Verein sozusagen gestellt, die den Verein, glaube ich, dann teilweise auch überfordern können.
irgendwie, die einfach, weil sie einfach nicht umsetzt oder nicht realistisch umsetzbar sind irgendwie oder direkt kurzfristig sofort umsetzbar sind, wo man sich dann auch mal Gedanken machen muss. Das ist aber bei Social Media schwierig, weil du musst ja schnell antworten eigentlich. Also da ist halt nichts mit, lass erstmal sacken, lass mal morgen und dann sprechen wir nochmal mit allen und so, sondern es wird ja jetzt was erwartet. Ihr müsst doch jetzt, die anderen machen doch auch. Und so, weißt du, und das ist echt so ein bisschen tricky, so alles in allem. Und ich habe jetzt auch keine andere Begebenheit, wo das so massiv gewesen ist. Ich glaube, das war schon ein sehr krasser Vorfall auch. Also, ja. Ich hatte eher das Gefühl, dass es danach eher relativ gut runtergekocht wurde, eben aufgrund der Gespräche auch, die relativ zeitnah stattfanden. Ich hatte halt, was ich so noch nie erlebt hatte in der Form, quasi das Gefühl, dass sich die Wut vor allem auf Twitter relativ stark potenziert hat im Laufe des Spiels. Und weil die Kerninfo, die war relativ schnell klar, da werden Leute festgehalten am Bahnhof von der Polizei und dadurch, der eine sagt das, der andere sagt das, hat sich das alles hochgeschaukelt und auch irgendwie potenziert. Also ja, so in der Form habe ich das noch nicht erlebt. Ich kann mich erinnern an einen Vorfall in Aue, der war aber ein bisschen niederschwelliger. Da wurde eine Fangruppe in Allertal kontrolliert, beziehungsweise hat sich der Kontrolle entzogen und wurde dann quasi bis nach Aue irgendwie verfolgt von der Polizei und dann irgendwie 5 Kilometer vom Stadion hieß es dann, Freunde, für euch ist der Tag heute zu Ende, fahrt zurück. Daran kann ich mich erinnern, weiß aber nicht, ob wir uns da geäußert haben. Das ist auch schon Jahre her, das war 2013 oder so. Schon länger her. Ich denke, wir haben den Vorfall jetzt auch ausführlich erörtert und dass das ein oder andere immer anders gemacht werden kann oder könnte, hat Christoph ja auch gesagt und schauen wir da mal. Nächstes Thema, was ich hier stehen habe, die Homepage und ich zitiere Christoph aus dem März 2016. Die Homepage, die da gerade neu war, soll die Infoplattform für den FC St. Pauli werden in einer Idealversion. Habt ihr das geschafft? Also so in der Reinkultur und in der Idealfunktion nicht. Also ein Thema, da hatten wir im Vorwege auch schon drüber geschrieben, sozusagen. Es soll ja einen Blog geben eigentlich. Also wir hatten uns das große Ziel eigentlich gesetzt, selber einen Blog zu schreiben. Was dann aber in der Realität, ich glaube, 3-mal passiert ist oder so, dass es einen Blogbeitrag gegeben hat oder 2-mal oder so, keine Ahnung. Ihr habt den Blog einmal vorgestellt, ihr habt einmal, glaube ich, was zu einer neuen Dauerkartengeschichte gemacht, genau, und einmal tatsächlich diesen Aufruf, ich glaube, vom Magischen FC kopiert oder gespiegelt, wo es halt dann kurz vor wir steigen ab nochmal so einen Hauruck-Appell gab. Genau. Mehr also, nicht, das stimmt. Genau, und das ist einfach, also das müssen wir uns dann irgendwie auch ankreiden lassen. Können wir beim Output von, ja, weiß nicht, was haben wir, 150 News im Monat, fehlt so ein bisschen die Muße, dann noch irgendwie zu sagen, Mensch, ich habe jetzt so eine total funky Idee für einen Blogbeitrag, der dann irgendwie ja auch gehaltvoll sein muss und der irgendwie auch gut sein muss, wo du dich jetzt, was dir selber am besten irgendwie, wo du dich jetzt nicht mal eben hinsetzt und sagst, ich rotze das mal runter kurz irgendwie, sondern das muss dann ja auch vernünftig sein. Und das haben wir nicht mit Leben füllen können. Das ist einfach so. Es gibt ja verschiedene Momente auf dieser Seite, die wir ganz gut finden, die dann aber in sich Probleme nach sich ziehen. Ne? Ich finde den Social Feed eigentlich grundsätzlich eine ganz gute Sache. Wenn aber über den Social Feed die neuen Trikots geleakt werden als erstes, ist es dann halt irgendwie so, dass du sagst, geil, bei uns auf der Seite ist irgendwie das neue Trikot und das sollte irgendwie gar nicht da stehen und so, dann stößt du halt dann irgendwie an deine Grenzen, weil dann irgendwelche Verschlagwortungen doch nicht so super deluxe gefiltert werden können oder so kleinteilig, dass du Sachen dann nicht verhindern kannst und so weiter und so fort. Also das ist dann aber sozusagen im Prozess dann erst zu erkennen. Ne? Also du kannst ja über Verschlagwortung sagen, die und die, die Begrifflichkeiten schließt du aus, das und das und das an Hashtags schließt du aus, das und das und das machst du so irgendwie. Aber trotzdem, keine Ahnung, wenn man jetzt
sagen würde, wir würden meinetwegen, HSV darf nicht irgendwie drauf und es schreibt dann aber einer nur der Hamburger Sportverein, dann ist es drauf. Mhm. Weißt du, also so irgendwie, also das ist dann halt manchmal so ein bisschen schwierig und das hat sich sozusagen in diesem Prozess, seitdem wir die Seite haben, haben sich so ein paar Sachen reingegeben, die in der Konzeption möglicherweise auch ein bisschen etwas angedacht waren, als sie dann schlussendlich in der Umsetzung sind. Also wir hatten ja auch überlegt, wir können ja externe Medien einbinden da irgendwie und das ist natürlich dann auch immer so eine Sache, kannst du da halt alles einbinden? Wie gehst du mit kritischer Berichterstattung um? Nimmst du die damit rein oder nicht? Oder sind das dann eher so Themen wie eine große Elf-Freunde-Geschichte, wo nochmal so das große Ganze nochmal erklärt wird irgendwie oder eine große Geschichte aus der Zeit oder Brand 1 oder so, wo man sagt irgendwie, die ist echt super für den Verein, die müssen wir da promoten. Oder gehst du auch mal irgendwie, nimmst du einen Bildartikel, wo zum Start der Saison geschrieben wird, alles scheiße bei St. Pauli, die haben nichts verändert, irgendwie alles Mist, alle raus. Und da kommst du natürlich auch schnell in so eine Sache, willst du das denn auf deiner Seite wirklich haben? Willst du das den handelnden Personen dann irgendwie auch nochmal umhängen und so? Und entscheidest dich dann eher dagegen und sagst, okay, das Interview in der Augsburger Allgemein von Andreas jetzt vor ein paar Wochen, das passt da ganz gut rein, weil das sozusagen, da gab es noch irgendwie Hannover-Diskussion und DFL hatte nochmal und das passte thematisch irgendwie ganz gut und so weiter und so weiter. Aber andere Sachen lassen wir dann ehrlicherweise eher raus, die finden sich dann im Pressespiegel wieder, der auch einzusehen ist. Aber es ist halt so, dass in der Konzeption diese Plattform eigentlich größer angelegt war, als sie schlussendlich dann genutzt wird. Und deswegen bilden wir auch nicht vollumfänglich alles ab. Versuchen wir zwar immer irgendwie, aber dann trotzdem bleibt da ein bisschen was auf der Strecke. Habt ihr da, weil ja der Verein auch schon angesprochen wurde, wird das von den anderen Abteilungen stärker genutzt? Also Beispiel, die Handballabteilung hat eine eigene Website und macht da ja auch sehr regelmäßig eigene Berichte von, keine Ahnung, zweite Dame und so weiter und so fort. Ist das mal diskutiert worden, ob man das stärker einbindet, dass man die vielleicht ganz integriert oder sind die happy mit ihrer Seite und sollen es auch bleiben? Ich glaube, Rugby hat auch eine eigene Seite und so. Genau, es ist ja, also auch da gilt ja die Abteilungsautonomie, wo wir jetzt schlecht sagen können, so per Order of Mufti, bitteschön, alles hier rein. Aber würdet ihr das denn wollen? Diskutiert ihr das mit denen? Ja, also wir fordern sie regelmäßig und dass Lennart, weil er auch Blickpunkt verantwortlicher ist, sozusagen auch Ansprechpartner für die Amateurabteilung, wir fordern ihn natürlich schon auf, dass sie sich redaktionell quasi beteiligen können und so weiter und so fort. Und wir überlegen jetzt, das ist tatsächlich auch aktuell irgendwie ein Thema, inwieweit wir es nicht vielleicht schaffen können, ähnlich wie es bei den Rabauken ist, dass man eine nicht nur eine statische Seite hinterlegt, sondern eine Seite, wo dann auch News reingehen können. Also fürs NLZ wäre das zum Beispiel ein Thema. Ne? Dass man also sagt, okay, wir haben jetzt NLZ-News auf der Hauptseite, aber wenn du auf den NLZ-Reiter gehst, findest du nicht nur, hier geht es zu den Teams und hier geht es zum Stuff und hier ist die Anfahrt und hier ist quasi sind unsere NLZ-Leitlinien, sondern du findest erstmal eine News-Seite, wo alle relevanten Themen zum NLZ sind und darunter sind die anderen Sachen halt auch noch zu finden und so. Also da überlegen wir schon, das zu machen und da, also das ist jetzt quasi am Anfang eines Prozesses, der wahrscheinlich auch noch ein paar Monate dauern wird, aber da sind wir halt über Thomas Michael als Geschäftsführer Amateursport halt auch im Gespräch mit den Abteilungen, könnt ihr euch vorstellen, das so oder das so oder so zu machen, aber da muss ich auch der Weite Ehre geben, relativ viele Abteilungen haben auch ganz feine Seiten so, also die sind cool, die haben plitsche Leute da sitzen, die Seiten gut gestaltet haben, die das redaktionell gut machen irgendwie, die werden wahrscheinlich nicht sagen, ich gebe das aus der Hand, so. Okay. Nur wir überlegen halt, das möglicherweise doch zu intensivieren und mit einzubinden. Mhm. Auch bei der AFM ist das halt ein Thema, ne? Also dass man da vielleicht guckt irgendwie, weil die auch schon gesagt haben, Mensch, unsere Seite, da müssten wir eigentlich auch was machen, können wir das nicht integrieren und so weiter und so fort, also da sind wir auch im Gespräch. Mhm. Wir als Format werden sehr dafür gelobt, dass wir immer die Gäste aus dem Verein bekommen. Und das ist natürlich im Endeffekt etwas, was wir an euch nur als Dank weitergeben können, weil ihr dafür sorgt, dass die Gäste dann auch hier an Laden kommen. Wie intensiv verfolgt ihr umgekehrt Fanmedien, also die diversen Blogs, die es auch dann um den Verein gibt? Und wie verfolgt ihr denn auch Kommunikation über den Verein in den sozialen Netzwerken? Also klar, wenn der FC St. Pauli auf Twitter gementioned wird, bekommt ihr es mit. Sucht ihr generell das Thema auch sonst irgendwie? Jörn? Also ich würde sagen, ich nutze Twitter sehr oft als
Frühwarnsystem, kann man sagen, weil wenn ein Thema relevant werden könnte, dann ploppt es meistens als erstes auf Twitter auf und da nutze ich nicht nur die Ad-Mentions, sondern beispielsweise auch diverse Hashtags, die es geben könnte, also natürlich der Haupt-Hashtag FCSP, aber wenn jetzt ein anderes Thema relevant wird, gebe ich das da auch ein und das hat sich eigentlich auch in den letzten Jahren relativ oft bewährt, dass ich dann frühzeitig an Christoph irgendwie quasi einen Hinweis geben konnte, das könnte vielleicht in den nächsten Tagen ein Thema werden rund um den Verein. Vielleicht, manchmal bleiben die Dinger dann klein, aber teilweise werden sie dann auch relativ groß. Und ansonsten schaue ich schon relativ regelmäßig diverse Blogs an, sei es jetzt der Magische FC-Blog oder Millern-Tonfolgen hören, aber da vermischt sich dann oft Berufliches und Privates, würde ich sagen. Also auf St. Pauli-Forum habe ich dann irgendwann verzichtet, aber ich glaube, ich komme da gut mit zurecht. Okay. Tauscht ihr euch mit anderen Medienabteilungen aus? Also ich würde jetzt mal erwarten, wahrscheinlich irgendwie schon. Gibt es da so regelmäßige Treffen deutschlandweit? Ja, also ich bin ja quasi als Kommissionsmitglied in einer DFL-Kommission, die Club Medien heißt. Da sind 12 Leute drin, 8 Vertreter Erste Liga, jetzt ist es momentan 9, weil der Kollege aus Düsseldorf sozusagen reingewählt war, als Zweitligist, dann aber jetzt aufgestiegen ist. Und eigentlich 4 Kollegen aus der Zweiten Liga. Und da gibt es regelmäßige, quartalsmäßige Treffen. In der Kommission werden Themen besprochen wie neuer TV-Vertrag, was müssen wir machen, was können wir machen und so weiter und so fort, weil das ist ja auch was, was wahrscheinlich viele Leute gar nicht wissen. Wir kriegen da manchmal so Hinweise, guck doch mal NBA irgendwie, die ballern sofort Videos live, also quasi live raus. Also bei uns ist so, wir dürfen Bewegtbild vom Spieltag am Samstag, am Dienstag oder ab Dienstag 0 Uhr in 90 Sekunden maximal erstmal über Social Media irgendwie ausspielen. Also da sind wir relativ begrenzt, was Zeiten angeht und was Umfänge angeht und so weiter und so fort. Also wir haben da nicht die Möglichkeit, wie es jetzt zum Beispiel in England ist, dass die bis zum Anpfiff und direkt nach Abpfiff alles machen können, mit auf dem Platz, mit also quasi live die Sachen irgendwie haben und so. Das gibt es halt in Deutschland nicht. Und sowas wird halt dann in dieser Kommissionsrunde sozusagen besprochen. Es gibt dann aber dazu, neben diesen Zwölfertreffen gibt es noch Vollversammlungen zweimal im Jahr, wo dann alle 36 Clubs ihre Medienverantwortlichen hinschicken. Und wir haben sozusagen separat dazu noch so ein Austauschforum, das ist jetzt Ende des Monats in Dortmund, 2 Tage, wo dann jetzt nicht nur der Pressesprecher unbedingt hingehen kann. Wenn wir da ein Thema, ich sage jetzt mal Akkreditierung haben, dann würde Sven möglicherweise mit hinkommen, weil er bei uns die Akkreditierung macht. Und da halt irgendwie so, wie macht ihr das denn? Habt ihr auch ein Online-Portal? Könnt ihr euch das vorstellen? Das irgendwie und so weiter und so fort. Also dass man da halt mal sehr operativ Themen besprechen kann, die halt am Ende ja doch alle betreffen, wo es dann natürlich Unterschiede gibt irgendwie zwischen München und Sandhausen oder so, aber trotzdem gibt es gewisse Probleme halt bei allen. Und da gibt es dann so Zweitliga-Foren, wo dann da Themen aus der Zweitliga besprochen werden und Erstliga-Sachen und so weiter und so fort. Also da gibt es schon relativ regen und guten Austausch. Und halt wir nutzen auch so WhatsApp-Sachen in so einer Pressesprechergruppe, wo es halt, keine Ahnung, aktuelle Themen gibt, wo man sich dann auch schnell mal irgendwie austauschen kann, wenn irgendwelche Sachen, es gibt häufiger Umfragen, alle schicken, alle kriegen quasi die gleichen Umfragen geschickt zu Thema X, Y oder Z und da kann man sich dann irgendwie auch mal kurz abstimmen. Habt ihr auch bekommen, ja, was macht ihr damit und so weiter und so fort. Habt ihr eine Idee, warum andere Vereine weniger Wert scheinbar auf Fanmedien legen? Weil so in meiner Wahrnehmung, wenn ich das von anderen Vereinen höre, wie Blogs und wie Podcasts da von den eigenen Vereinen behandelt werden, ist das mit stiefmütterlich noch geprahlt. Also da haben wir eine sehr hervorgehobene Position. Warum verstehen andere Vereine das nicht als Chance? Also ist es für euch wahrscheinlich schwierig, das zu beurteilen, aber vielleicht redet man über sowas einmal. Ich würde es vielleicht andersrum beantworten wollen, wenn man, also jetzt nicht, dass ich diesen Verein hier in seiner Gänze verstanden hätte, aber wenn man sich halt überlegt, warum der Verein so ist, wie er ist, dann hält man ja zwangsläufig bei der Fanszene.
also muss man sich ja auch mit denen auseinandersetzen, die den Verein so gemacht haben, wie er jetzt halt ist und die ihn auch möglicherweise weiterentwickeln. Und wenn da Leute halt sitzen, die sagen, ey, wir machen jetzt hier quasi für diesen St. Pauli-Kosmos, machen wir einen Podcast oder wir machen einen Blog, dann muss man die Leute hier ernst nehmen, weil das sind ja sozusagen die Multiplikatoren, die in die Fanszene hinaus ausstrahlen. Und von daher, was für uns eigentlich oder für mich halt nahezu ein logischer Schluss zu sagen, na klar, nehmen wir die auch ernst. Und na klar, wenn, hat jetzt zuletzt nicht mehr so oft stattgefunden, aber wenn es da mal Hintergrundgespräche gibt, dann sagen wir halt neben den Mopo-Bild-Abendblatt-Leuten, sagen wir dem Podcast halt auch Bescheid, damit die halt auch ein Bild davon haben, warum gewisse Entscheidungen so und nicht anders getroffen wurden und so. Und das werden wir perspektivisch auch also zum Glück ist es momentan alles ruhig und entspannt irgendwie, da muss man solche Gespräche selten führen, aber das ist dann, wenn es dann mal wieder soweit ist, dann natürlich auch so weiter fortgesetzt wird. Aber hast du eine Idee, warum andere Vereine das nicht so machen? Kannst du das beurteilen? Redet man über Fanmedien auf solchen Treffen? Naja, also die Frage ist ja halt, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, ich kann es jetzt von Schalke nur sagen, irgendwie, da gab es eine Blindenzeitung, die von zwei blinden Fans irgendwie gemacht wurde. Ja, aber so. Der Schalke Unser zum Beispiel ist ja auch, aber so, ich glaube, das lief dann halt, behandelt worden. Ja, aber das lief dann halt auch eher so, das lief halt, weißt du, kriegst ja 3.500 Anfragen im Jahr. Mhm. Und wenn dann irgendwie jetzt noch Fans kommen und sagen, ich hätte ganz gerne auch noch hier den oder den Spieler, dann sagst du, boah, schwierig, ey, weil die sind schon da und da und da und da. Okay. Irgendwie, ne? Also ich glaube, das ist dann möglicherweise ein Grund, warum das nicht so gemacht wird. Aber gibt es nicht so viele Anfragen für Spieler hier vielleicht auch? Also ich kriege das mit meinen Kollegen, die irgendwie Fanbeauftragter für ein Projekt arbeiten, dass natürlich die Anfrage nach Spielern von Fans viel höher, also jetzt gar nicht von Podcasts oder Fanzines oder was weiß ich, sondern von richtig von Fanclubs, die zu ihrem 10-Jährigen jetzt aber wirklich Ribéry haben wollen oder so, also jetzt um mal in der Liga zu spielen, das kriege ich hier, also das kommt ja schon mal vor, dass ein Fanclub einen Spieler haben will, aber ja nun, ja, also das ist eine überschaubare Anfrage, würde ich jetzt mal behaupten. Das ist, glaube ich, bei anderen Vereinen schon anders, oder? Also, dass man auch natürlich sagen kann, alles klar, der Millanton kriegt Sami Alagui, weil es gibt halt nicht 20 Anfragen aus der Fanszene oder von Fans oder von Zuschauern oder wie auch immer, die überhaupt auf Sami Alagui zugreifen wollen, sozusagen. Dann kann ich die natürlich hierhin ganz gut hinschicken, während bei, keine Ahnung, weiß ich nicht, irgendeinem anderen Verein die Anfrage halt auch einfach höher ist, bei Schalke wahrscheinlich zum Beispiel. Ja, da waren ja andere Strukturen. Weißt du, die haben so einen Schalker Fanclubverband, da gab es jedes Jahr, sind die Spieler da in die Bezirke gefahren, mit Fanclub-Treffen, ne? Irgendwie rund um Weihnachten und dann irgendwie mit Privatflieger mal irgendwie hier nach auf irgendeine der Nordseeinseln geflogen irgendwie und so. Also so, solche Sachen, weißt du? Und dann sitzen da 250 Leute in der Kneipe, kommt ein Spieler hin, alle singen blau und weiß, wie lieb ich dich, geiler Abend, super, viele Fotos, ole ole. Und dann fahren die wieder nach Hause. Ne? Und da ist das auch ganz anders strukturiert, wenn Fanclub Jubiläum hat, ganze Entourage hin, zwei Spieler plus irgendwie Vereinsfunktionär und dann ist da auch mit Uftata und Kapelle und so weiter und so fort irgendwie und das ist hier natürlich relativ, sagen wir mal, relativ anders. Mhm. Ne? Also diese Anforderungen werden ja hier so gut wie nicht gestellt. Ne? Wenn es dann irgendwie Fanclub-Turnier gibt und dann sagt, Mensch, wenn ein Spieler vorbeikommen könnte, ist super, aber wenn das halt nicht ist, dann ist es auch okay irgendwie, weil Oke kommt ja oder Sandra kommt ja oder dann ist es halt irgendwie so. Ne? Ja, und ich finde, also am Ende, das ist natürlich dann auch immer blöd, wenn man den Leuten, von denen man eingeladen wird, dann auch noch irgendwie so Honig um den Bart schmiert irgendwie. Ich finde das Format auch ganz cool. Also ich habe jetzt auch kein Problem damit, einem Spieler guten Gewissen zu sagen, geht da mal hin. A, sind die Leute korrekt, B, sehen die alle super aus. Muss und es gibt auch Odessa. Und du kannst dir richtig den Arsch vollhauen. Ist ja nur Radio, sieht ja keiner, wie viel genau. Man soll. Das außer, ist ja auch der Vorteil. Außer seinerzeit bei Wilko, da hat man es durchs Radio gehört. Aber die Spieler sind trinkfester natürlich als Wilko. Bis heute darauf, dass wir mal einen Spieler oder einen Funktionär zu Gast haben, der am Ende so strunz ist wie Wilko. Das schafft keiner. Ich weiß ja gar nicht, wie das überhaupt möglich ist. Wilko, schönen Gruß. Schick mal wieder was. Gut, letztes Thema, was ich hier noch auf dem Zettel habe, ist Vereins-TV. Zum einen habt ihr wahrscheinlich einen Überblick
wie viele Abonnenten ihr habt. Wird das mehr? Stagniert das? Wir hatten eine... wir haben ja irgendwie eine Umstellung. Wir mussten quasi den Anbieter wechseln. Die Telekom war ja quasi sozusagen der Laden, der das Ganze, ich glaube, es heißt, gehostet hat, irgendwie schlussendlich. Die haben dann irgendwann gesagt, sie wollen jetzt alles so nicht mehr machen und so weiter und so fort. Da mussten wir quasi den Anbieter wechseln. Und das ist ja immer so, wenn du dann erstmal sagst, so Freunde, ihr müsst dann jetzt einmal kündigen und dann müsst ihr euch wieder anmelden, dann verlierst du erstmal ein bisschen was und dann haben wir jetzt wieder ein bisschen was gewonnen. Aber das ist auf einem überschaubaren Niveau, sage ich mal so. Ne? Also dabei ist es so viel besser geworden, wenn ich das sagen darf. Ist es das? Finde ich. Ich nutze es nicht mehr, weil ich es furchtbar fand, deswegen. Ja, und das ist halt dann irgendwie auch gut, dass wir unterschiedliche Meinungen am Tisch haben. Nein, also ich finde tatsächlich... Und doch kein Spieler am Herren. Danke, Sebastian. Also jetzt ist es ja wirklich so, du hast die einzelnen Spiele, kannst die anklicken, siehst dann zu dem Spiel die Highlights, die komplette Zeit, die Pressekonferenz, noch ein Interview vor und nach. Du kannst, was ich super finde, endlich während diesem 90-Minuten-Video die Uhrzeit sehen, kannst da auch einigermaßen vor- und zurückscrollen. Also das ist alles tausendmal besser geworden, als es bei der Telekom war. Von daher kann ich jedem nur empfehlen, das dann gerne nochmal auszuprobieren. Hier wandern gerade die Geldscheine über den Tisch. Das könnt ihr euch überhaupt nicht. Was kostet das, Mike? Kannst du das nochmal... Bei seiner Reichweite. Ja, ich bin Influencer hier, weißt du. Ich habe aber eine Frage vom User JustMatty. Ob ihr eine Ausfallmöglichkeit der Kommentatoren vornehmen könntet, beziehungsweise eine Verzahnung mit AFM-Radio möglich wäre. Also als Idee zum Beispiel dann zumindest im Nachgang das Video darzustellen und die Tonspur vom AFM-Radio dann da drüber zu legen. Also wir haben ja in einer idealen Welt haben wir quasi während des Spiels, da können wir keinen Weg bezeigen, da haben wir quasi so mit grafischen Elementen das und da läuft Wolf Schmidt ja drüber sozusagen. Also das ist ja der Versuch, das synchron irgendwie hinzukriegen. Also da gibt es das schon. Das ist irgendwie, das ist eine Frage, will man das oder will man das nicht? Irgendwie, also ist... ist offizielles Vereins-TV Fan-TV mit allen Konsequenzen irgendwie oder halt nicht. Also das muss man irgendwie abwägen. Wir haben, also am Ende sind es halt immer mehrere Faktoren. Wir würden eigentlich gerne drei Optionen anbieten. Erste Option ist der, ich sage jetzt mal, jetzige klassische Kommentar, der dann irgendwie pro St. Pauli berichtet, aber wie jemand, der das irgendwie für Sky oder für sonst irgendwen macht. Dann wäre das toll, das Ganze auf Englisch zu haben, damit es dann irgendwie auch international dann für die Leute irgendwie vielleicht noch ein bisschen angenehmer machst. Und dann wäre auch noch der Fan-Dings zu überlegen. Mhm. So. Ist natürlich dann irgendwie mitunter blöd, wenn, was weiß ich, ohne Namensnennung irgendjemand vom AFM-Radio so massiv auf Trainer einpöbelt, weil die Taktik scheiße ist oder auf Spieler einpöbelt, weil er schon wieder das Tor nicht getroffen hat oder sonst irgendwas macht, irgendwie, was vielleicht einmal passieren kann, dann sind es ja manchmal so Befindlichkeiten, die dann auch über solche Entscheidungen oder vor der Klammer bei solchen Entscheidungen stehen. Willst du die Diskussion mit dem Sportchef oder dem Trainer antun? Wenn es auch vielleicht aufs Jahr gerechnet nur drei Situationen gibt, irgendwie, wo sowas dann halt aufpoppt und es dann heißt, hey, bei St. Pauli TV sagt der Kommentator, dass der, was weiß ich, warum haben wir den überhaupt, schickt den weg, der kann nichts, da sind ja die Jungs vom BVB Clubradio ganz stark drin, die dann irgendwie Schiedsrichter bepöbeln, der Blinde, der Erpel oder was auch immer da irgendwie sich der Boris Hubert ausgedacht hat. Und da muss man gucken, will man das oder will man das nicht? Und am Ende hängt immer auch ein Preisschild irgendwie ein bisschen dran, weil das immer nochmal technisch irgendwie, du musst in dem Fall dann nochmal darüber und so. Deswegen haben wir erstmal gesagt, machen wir eine einigermaßen clean irgendwie und der Rest kommt dann hoffentlich nochmal irgendwann. Okay, also ihr habt das zumindest auf dem Zettel, ob und wenn ja, wann das umgesetzt wird, steht in den Sternen. Genau. Wann kommt denn der eigene Vereinspodcast?
Andere Vereine machen das schon. Ja, wäre wahrscheinlich, da ist Jürgen Kreuzer Leiter des Verfahrens, also seit jetzt. Nein, also wir haben das schon, ich gucke Jörn jetzt an, weil er schon länger mal gesagt hat, dass er es grundsätzlich gut fände, dass er da auch irgendwie Bock drauf hätte und so, also auf dieses Format, nicht das selber zu machen oder so, aber auf dieses Format. Das ist eine Kapazitätenfrage. Also wir hätten da Nerv zu, wir hätten auch, also wir müssen da natürlich schon gucken, wie wir das aufbereiten, auch in Abgrenzung jetzt zu euch, auch in Abgrenzung zu möglicherweise jemandem wie Erik, der ja auch, sei es mit der Mopo zusammen, seinen St. Pauli HSV-Podcast macht, sei es so für sich. Also ich würde mir zum Beispiel was vorstellen, dass wir viel mehr aus dem Verein erzählen, viel mehr aus den Abteilungen irgendwie Leute zu Wort kommen lassen, dass wir natürlich auch über Fußball reden, natürlich auch Spieler hätten, aber nur die allerbesten, allerschönsten, allertollsten, ne? Weil wir nämlich noch schöner aussehen als ihr, dann würden wir uns nämlich auch alle noch längere Bärte wachsen lassen. Also bis eben wollte ich noch sagen, wir sind käuflich, ne? Unser Know-how quasi einkaufen. Ihr könnt halt leider nicht das beste Bier haben, das tut uns sehr leid. Das haben wir schon. Ja, stimmt, da sind wir irgendwie vertraglich verpflichtet. Ja. Wir auch. Ja, komm hier raus. Nein, aber also es gibt ja Überlegungen, Gedankenspiele irgendwie, aber eine kurzfristige Umsetzung sehe ich ehrlicherweise nicht realistisch. Ich hoffe, dass wir das dieses Jahr irgendwie mal mit einem Piloten oder so starten können. Nur es muss ja, also ich finde dann halt immer, ist wichtig, dass man sozusagen vielleicht mal 5 Folgen geplant hat, anstatt zu sagen, komm, lass mal Piloten machen. Ah ja, dann machen wir das bestimmt auch noch dann noch ein zweites Mal irgendwie und dann beim dritten Mal ist aber schon, boah, ja scheiße, müssen wir, ist ja schon wieder 3 Monate her, aber hat da nicht hingehauen. Also da müssen wir uns dann irgendwie selber disziplinieren, das vielleicht dann irgendwann umzusetzen. Aber ist auf dem Schirm, ist im Kopf, aber nicht so priorisiert, dass wir das auf jeden Fall in den nächsten 4 Monaten umsetzen. Was für Zugriffszahlen habt ihr bei Millanton Live? Ungefähr? Lohnt sich das? Kann ich ehrlicherweise nicht genau sagen. Also FC St. Pauli TV Live ist das jetzt irgendwie seit dieser Saison. Oh, Entschuldigung. Irgendwie und müsste ich jetzt, okay. Also live gucken, wahrscheinlich ähnlich wie bei der PK, irgendwie ein paar hundert oder so. Irgendwie. Weil auch da ist ja ein ziemlicher Aufwand dahinter. Also, total. Das ist ja schon auch mit Gästen, mit Technik und allem drum und dran. Also da ist ja dass das vor dem Spiel meinst du jetzt? Ja, oder jetzt. Was? Ah, ja, ist klar. Jetzt da war ich sehr überrascht. Da sitzen ja unglaublich, also es sind ja 2 Leute allein hinter den Tastaturen und machen und tun und Ton ist dabei und keine Ahnung was. Ja, das waren ist ja einmal zu Gast. Da wird richtig Sendung gefahren. Also das ist jetzt nichts irgendwie mit wir überlassen es dem Zufall und lassen einfach mal laufen oder so. Auch wenn es mir keine Ahnung macht. Vielleicht aber. Das fand ich nicht. Ich war da jetzt ja auch beim letzten Spieltag mal zu Gast. Das fand ich überhaupt nicht, dass das den Eindruck macht. Ja, finde ich auch. Also die sind echt, also Mike und Jonas sind da echt sehr gewissenhaft und mir ja sozusagen als Redaktion dahinter irgendwie bereitet das auch immer echt sehr akribisch vor. Ja, aber auch das überlegen wir, wie wir das vielleicht nochmal besser machen können, weil eine Stunde Programm ist halt auch lang irgendwie, musst auch gucken, kriegst du immer Gäste, hast du immer was zu erzählen und so weiter und so fort und wollen die Leute das überhaupt? Also die zu Hause sind, wollen die das? Oder ist das eher so ein Liebhaberstück, das wir jetzt haben und so? Also da sind wir auch dabei zu überlegen, inwieweit man das Format noch ein bisschen anpassen kann, vielleicht da nochmal die eine oder andere Änderung macht. Aber grundsätzlich ist das wirklich mit echt viel Herzblut und großem Aufwand tatsächlich auch betrieben. Wir sind damals eingeladen worden, als Verlinden auch da war. Ich weiß nicht, ob das die Qualität der Sendung irgendwie einstufen kann. Was war denn der Grund? War das unsere 50. Sendung oder so? 50. Sowas? Sendung. Ja, okay. Und ihr habt die beiden geschickt, die am, die gerade erst eine am kürzesten dabei waren. Ja, ja. Aber am besten aussehen. Das stimmt. Mit Abstand. Ist ja mit Bild, im Gegensatz zu ihr. Dann kann man auch keine Schuhe tragen. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, was hier eigentlich los ist. Dafür ist er ja Chef. Also. Ich habe tatsächlich meine Fragelisten abgearbeitet. Was ist denn eigentlich noch? So ein Transfer von Alex Meyer? Also von einem Star, möchte ich mal sagen. Ist das schon für euch auch, merkt ihr das sofort? Also es ist deutlich mehr Arbeit, Aufwand, Anfrage, weiß der Geier? Ja, also wenn wir jetzt mal um die Anfragen, wenn es darum geht, geht's enorm. Also was der für Anfragen bekommt, habe ich auch gedacht, holla die Waldfee. Presseanfragen? Ja, Presseanfragen. Oder? Also jetzt nur rein Presseanfragen. Social Media technisch ist auch... Alex war quasi eine bessere Content-Maschine als jede Katze. Ja.
Dass du das hast. Das muss man, obwohl ich eigentlich offiziell Katzenkontrolle verboten habe. Ich versuche immer wieder einen reinzumogeln, ne? Aber man kann es ja quasi, wir hatten ja vorhin über Instagram geredet, wirklich der Kanal, der am schnellsten wächst, und ich glaube, die Präsentation von Alex war mit Abstand der beste Post, was die Reichweite und die Herzchen angeht. Also da waren gute Posts, waren irgendwie so 10.000, und Alex hat, glaube ich, fast die 15.000 geknackt. Du merkst es zum Beispiel auch auf Twitter, ja. Wenn du ein Foto von Alex nimmst, weißt du gleich, okay, du kriegst auf jeden Fall Klickzahlen. Das ist einfach so. Ja, dann wollen wir halt den Europapokal-Hype der Eintracht auch ein bisschen nicht nehmen. Ja, zu Recht. Lass dir Grüße. Achso, tschö, bitte. Und bei den Vlogs hat uns auch gemerkt, tatsächlich. Bei was? Bei den Vlogs. Vlogs und Trikotverkäufen. Ach so. Ja, bei den Trikotvlogs. Aber so, ja, also naja, Namen. Das hat Bernd von Gelder mir auch schon erzählt. Namenvlogs quasi traditionell eher zurückhalten, die St. Pauli-Fans. Aber bei Alex Meyer, der sogar mein Nachbar, kam zu mir: Hey, ich gehe gegen Union, gehe ich ins Stadion, und ich als Eintracht-Fan, ich hole mir gleich mal ein Meyer-Trikot. Okay. Mhm. Ja, das ist halt schon. Am Ende ist es halt auch manchmal verrückt, weil diese Leute zum Beispiel von Sky hatten sich gedacht, alles klar, wir wollen Alex Meyer haben und so weiter und so fort, vor dem ersten Spiel gegen Darmstadt, weil er sein erstes Spiel, der Fußballgott ist in der zweiten Liga und so weiter und so weiter. Und Alex hatte gesagt, klar, macht er. Er hätte jetzt nur nicht so riesig Nerven, nochmal durch die ganze Stadt zu fahren und dann nochmal irgendwie fahren nochmal zu Elbe und dann fahren wir nochmal dahin und dann machen wir nochmal dies und so weiter und so fort. Alles klar, die kommen, machen ein Interview. Eine Woche später ruft Sky wieder an. Ja, für das Spiel Union würden wir ganz gerne Alex Meyer Interview machen. Irgendwie sage ich, aber habt ihr doch letzte Woche. Ja, aber wir würden das jetzt nochmal schön machen und würden da jetzt irgendwie noch mit ihm zur Elbe fahren. Und sage ich so, Leute, nee, machen wir nicht. Und also der wird nach jedem Spiel angefragt. Also wenn Sky oder sonst wer, irgendwie immer Alex Meyer. Immer der trifft ja auch andauernd. Irgendwie und so. Ja, aber trotzdem ist es halt irgendwie schon anders. Also das haben wir sonst. Klar kapaziert sich das auch bei den anderen Spielern dann irgendwann mal auf eine Gruppe von Fünfen, die dann halt eigentlich immer gefragt werden. Also als Lasse noch da war Lasse immer ein Kandidat, Flum ist immer ein Kandidat, Knoll ist immer ein Kandidat und so. Robin ist eigentlich auch immer sehr stark gefragt. Aber jetzt ist nur Alex Meyer. Völlig wurscht, gewinnst 3-0, er schießt kein Tor, Alex Meyer. Verlierst 5-0, er macht auch nichts kaputt, irgendwie Alex Meyer. Also das ist so ein bisschen... Diese Spiele gab es aber noch nicht. Gibt es ja noch nicht. Also ist jetzt auch... Aber das wird es ja auch nicht geben. Weil aber für die Leute, man weiß ja nicht, wann das angehört wird. Ne? Das wird es ja auch nicht geben. Es ist mir bei dem Darmstadt-Spiel aber auch aufgefallen, allein in der Sky-Berichterstattung, wie oft da das Thema war, Alex Meyer spielt immer noch nicht, wird er jetzt eingewechselt, wann wird er eingewechselt, wann kommt endlich Alex Meyer? Ich habe irgendwie gedacht, Leute, da spielen irgendwie 22 Leute, können wir uns nicht um die kümmern. Und alle 5 Minuten, Alex Meyer hat die Schuhe angezogen oder hat seine Jacke gewechselt oder keine Ahnung was. Also es ist, der hatte die Schuhe unter der Jacke. Ja. Das war ein ganz großes unfassbar. Thema. Unfassbar. Krass für dass Menschen. Dass er die vorgewärst hat. Da hat der Kommentator auf einer Zeitung, deren Namen nicht genannt werden darf, noch gesagt, in der Kreisliga hast du da mit die Kippe. Er hat also seine Schuhe zum Warmhalten. Das ist schön. Ja. Aber stimmt schon. In Darmstadt hatte ich das zum Beispiel auch gesehen. Ein Kollege saß neben mir, ein Pressekollege, meinte, ey, ich habe hier noch nie so viele Journalisten gesehen. Die sind alle nur wegen Alex hier. Und wann spielt er endlich? Und dann, als er eingewechselt wurde, auch hast du wirklich gesehen, teilweise die Kollegen dann alle sofort geschaut und hast du gesehen, wird eingewechselt, jetzt aber, jetzt hast du deine Story. Und das ist schon krass gewesen. Und absurd ist dann geht er in die Mixzone nach dem Spiel, steht dann da und keiner fragt eine Frage. Ja. Alle wollen sprechen, aber keiner fragt eine Frage. Schockstarre. So, und Alex? So? Hi. Hat sich gelohnt, das Warten. Das ist ja Gott, den fragt man nicht irgendwas. Stimmt. Da wartet man, dass er zu einem spricht. Man dann nicht? Muss aber nicht bibelfest, offensichtlich. Ja. Die Bibel nach Alex? Mit, nicht nach. Es gibt ja auch keine Bibel nach Gott. Meine Güte, was ist denn hier los? Ey? Doch. Also ich glaube, das ganze Buch ist nach Gott. Es gibt ein Evangelium nach Matthäus oder so auch. Egal. Lotta, ja. So. Ich denke, besser können wir... Aber nicht wegen Manuel anmachen. Ich denke, schlimmer können wir die Folge nicht beenden. Wir sprechen uns wieder in 3-4 Wochen nach dem Derby und haben wieder USP zu Gast. Das nicht Alex Meyer, oder was? Nee, wir schauen mal. Einen scheiß Laden. Okay, in dem Sinne sprechen wir uns in 4 Wochen. Bis dann, tschüss.